bisschen der Puls bei den Fahrern, bei den Teams. Jeder drückt seinem favorisierten Team, seinem Teamkollegen natürlich die Daumen. Ja, da sind wir auch heute Abend hier am Nürburgring zum Finallauf der DSFM 2017 Saisonhälfte 2. Ja, Carsten Filmer, dem hier im Bild sind, der hat natürlich die besten Chancen. Der führt die Meisterschaft souverän an. Allerdings besteht da noch eine kleine Chance für Fabian Jungblut. Der hat nämlich knapp 84 Punkte Rückstand auf Carsten Filmer. Das heißt, Carsten Filmer dürfte in keinem Rennen punkten. Ja, und Patrick, das kann ja nochmal spannend werden, dann eventuell, wenn das der Fall wird, dass Carsten alle drei Rennen ohne Punkte beenden soll und der Fabian eventuell es schaffen kann, dadurch dann eben alle drei Rennen zu gewinnen. Moin Moin Leute, ja, hallo Alex, erstmal an dich, hallo an alle Zuschauer da draußen, ja, geiles Finale, ich bin gespannt, rein rechnerisch ist die Chance noch da, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, falls Carsten jetzt einmal gewinnen sollte und dann je nachdem, wo dann Fabian liegt, könnte wahrscheinlich auch schon dann wieder vorbei sein, dass natürlich dann die rechnerische Chance wieder vorbei ist, aber das müssen wir natürlich dann schauen. Aber alles ist möglich. Wir haben es vor 4 Wochen, wo ich das letzte Mal dabei gewesen bin, gesehen, dass auch ein Carsten Filmer mal ganz schnell ausfallen kann. Ich bin echt gespannt. Also es wird echt interessant. Und ich glaube, der Fabian, wenn er noch die rein rechnerische Chance hat, wird er alles daran setzen, um noch irgendwie hier das Stückchen Torte abzugreifen. Ja, und die Fahrer sind alle recht eng beieinander. Wir haben immer knapp, ja, maximal, sag ich mal, 3/10, 4/10 Abstand zu dem nächsten gelegenen Fahrzeug. Jens Herkopp mit dem größten Abstand auf Platz 4 zu Michael Herrmann. Das ist auch mittlerweile jetzt so richtig schon zur Anzahl geworden, dass die drei da von Epic Sim Racing sich die vorderen Plätze sichern. Fabian Jungblut, der noch theoretische Chancen, wie gesagt, auf die Meisterschaft hätte, nur auf der 5 aktuell. Und der letzte Fahrende im Bild ist der Carsten Filmer. Ja, wir haben noch ein, zwei neue Jungs mit dabei gekriegt hier zum Finallauf als Gaststarter. Das ist einmal der Sascha Langenberger und einmal der Florian Büscher. Da wird auch spannend zu sehen sein, wie die Jungs sich schlagen werden. Jungblut knapp eine Sekunde langsamer gewesen im Qualifying als Filmer selbst. Und das zeigt mal natürlich wieder, dass mit dem hier auf jeden Fall zu rechnen ist. Wir haben jetzt noch knapp eine Minute Zeit bis zum Rennstart. Und wir sehen schon, Wetter ist gut hier aktuell am Nürburgring. Und tja, Patrick, die erste Kurve, wir haben es oft in anderen Rennserien gesehen. Jetzt mit Formelfahrzeug, meinst du, das wird da sehr, sehr haarig werden? Oder sehen wir da dann doch schnelle Sortierungen, die Fahrer werden sich am besten sehr, sehr zügig einigen, dass es da keinen Unfall geben wird am Ende. Oh, wenn ich das jedes Mal vorhersagen könnte, ne? Wäre ich reich. Nein. Also die erste Kurve hier, ne? Gut, Formelfahrzeuge tief, sehr hart abgestimmt. Die erste Kurve sehr, sehr, ich möchte mal sagen, hügelig, hubbelig, also sehr, sehr uneben. Wenn wir hier nochmal die kurzen Quali-Ergebnisse. Sind das die Quali-Ergebnisse? Nein, das sind jetzt die vom doch, die Quali-Ergebnisse, genau, ja. Sehen wir nochmal. 3 und 4. Jetzt mal schnell durchschalten hier und dann Carsten Filmer auf 1, Michael Lorenz auf 2, Michael Herrmann auf 3, Jens Jakob auf 4, Fabian auf 5. Na, wird interessant. Wenn alle auf der Strecke sind, hier sehen wir Carsten Filmer im Bild. Es wird interessant. Es wird sehr, sehr interessant. Der Start ist, denke ich mal, jetzt hier richtig entscheidend, sehr, sehr entscheidend, wie viel Meter du zwischen dir und deinem Hintermann lassen kannst, weil halt die erste Kurve so unfassbar spitzkehrig, also eine sehr, sehr enge Spitzkehre ist.
Es war aber noch 1 Minute 15 haben wir noch. Die Fahrzeuge kommen jetzt lange. Fehlt noch ein Fahrer, fehlt noch hier. Dann sehen wir die Lücke auf Platz 3. Das ist Michael Herrmann, der übrigens im Pre-Quali den Rekord geknackt hat. Also jetzt also deutlich mehr Runden hat als immer mit 119 trainierten Runden, offiziell auf den SRD-Servern. Ist schon eine ordentliche Leistung. Wir haben ja damit jetzt auch mal eine Hausnummer. Erstmal mit einer 1.23.4 wurde dort gefahren. Also Michael Herrmann, die schnellste Zeit in Pre-Quali. Ist natürlich absolut gar keine Relevanz zum Rennen. Müssen wir jetzt mal abwarten. Aber 1.23.4 ist schon mal eine Hausnummer. Müssen wir jetzt mal gucken, inwiefern die sich jetzt im Rennen beweiten wird. Da geht nochmal einer raus. Nochmal wieder rein. Michael Lorenz nochmal kurz die Strecke verlassen. Ein bisschen Zeit hat er noch. Aber jetzt, das war's auch schon. Weil ja, der Rennstart, ja, Disconnect vielleicht, aber Rennstart steht unmittelbar vor. Ja. Dadurch hat jetzt Carsten Filmer super Start hingelegt. Natürlich eine riesige Lücke zwischen den nachfolgenden Fahrzeugen. Wenn wir hier den Punkt von hinten sehen, erste Kurve Anfahrt. Wie gesagt, sehr spitze Rechtskurve. Boah, da verbremst sich aber einer schon fast. Uiuiui, war aber ganz schön knapp. Aber wir sehen, wie du sagtest, könnte gut gehen. Alles sauber hier, kleinen Fahrzeugkontakt. Mercedes Arena. Michael Bürst, Michael Lorenz ist weg. Warum, was auch immer da passiert, müssen wir gleich mal fragen. Sehr geordnet hier, jetzt noch ein bisschen chaotisch, muss mal gucken. Boah, kurz einen Schlenker gehabt vom Fahrzeug, aber alles gut. Hier sehen wir Daniel Frick im Bild. Der muss sich auch von hinten, der war glaube ich vor 4 Wochen und vor 2 Wochen auch schon dabei. Neuling, sag ich jetzt mal, Sascha Langenberger im grünen Fahrzeug. Während sich Carsten Filmer schon mal direkt 2 Sekunden vorne absetzen kann. Florian Büscher, der Gaststarter am heutigen Abend. Der dreht sich hier schon aus, der verliert da das Auto, kommt in auf die Fahrbahn, auf die Wiese und muss dann erstmal gucken, dass das Auto halten kann. Ist jetzt letzter auf der Strecke, allerdings ja, hat direkt Michael Bös vor sich vorne. Fabian Nürngut ist auf die 2 vorgefahren durch das ganze Chaos. Hermann ist zurückgefahren auf die 4, Jens Körber. Jakob konnte sich auch eine Position sich oder verbessern. Auf die 3 vor Philipp Meischern, auf die 5 Sascha Langenberger. Auf der 6 der Gaststarter, da hinten sehen wir den kleinen Zug an Fahrzeugen. Vorne den Carsten Filmer schon knapp 3 Sekunden weg zu dem hinteren Feld. Also der, ja, der macht mal wieder, was er immer macht am besten. Das nämlich vorne wegfahren in den Fahrzeugen. Hier sehen wir den Zweikampf zwischen Langenberger und Meischein. Meischein hat da die Position abgeben müssen an Langenberger. Also Langenberger zeigt sich direkt auch hier, macht sich sichtbar und sagt, ich bin nicht hier nur zum Zugucken dabei, sondern ich will direkt auch mit auf Angriff fahren. Was ja auch gut ist, ne? Also Angriff, wir wollen ja auch Rennen sehen. Philipp Meischein, der seit seinem ersten Einsatz hier vor 4 Wochen Blut geleckt hat, ein bisschen Pech hatte am Anfang. Jetzt aber angreifen möchte ich mal gucken. Ich hatte noch nicht mehr. Ich wollte eigentlich noch mit ihm schreiben, was er zu dem Auto denn sagt. Vielleicht kriegen wir den gleich mit. Da war aber einer weit draußen. Das war sein Teamkollege, das war Fabian Jungblut. Das war es dann wohl mit der 2. Platzierung. Vielleicht kriegen wir noch mit, was da passiert ist. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr langsam unterwegs gewesen und ist jetzt direkt hinter seinem Teamkollegen. Wenn wir jetzt hier durch die Medulschikane fahren, oh, hartes Übersteuern, kurze Kontrolle verloren. Ja, Fabian Jungblut wird jetzt als 9. gewertet, warum, was auch immer da passiert ist. Schade. Also vielleicht kriegen wir das nochmal rein. Ist jetzt direkt hinter Daniel Frick. Ja, das war noch weiter vorne. Das war noch weiter vorher. Jungblut hat er jetzt den Fehler da gehabt. Jetzt Angriff Daniel Frick auf Wolf-Dietrich Hotto innen rein. Ist das Daniel Frick? Genau, Daniel Frick. Und jetzt ja, Fabian Jungblut sticht gleich mit rein. Wolf-Dietrich Hotto macht aber gut Platz. Naja, noch nicht. Jetzt hat aber die Innenbahn der Wolf-Dietrich. Nächste Kurve, wieder eine Linkskurve. Hier sehen wir noch weiter Daniel Frick im Bild. Hier sehen wir weiter die beiden Fahrzeuge nebeneinander. Jetzt nächste Kurve, Rechtskurve. Jetzt könnte Fabian Jungblut im Hintergrund den Vorteil haben. Und jetzt natürlich, jetzt hat Wolf-Dietrich Hotto natürlich bessere Rausbeschleunigung. Nächste Kurve, Kurzanbindung wieder. Rechtskurve. Das Fahrzeug von Epic Sim Racing. Ah, und da dreht er sich. Eieiei. Ja, da war dann wohl einmal kurz zu stark auf dem Bremspedal und dann zu viel Druck für den Fahrer. Vielleicht. Da wollte er mithalten. Oh, das ging aber flott. Er hat fast noch den Fabian Jungblut abgeräumt. Richtig Glück gehabt. Und so jetzt auf den vorletzten Platz nach hinten gerutscht. Wenn wir hier wird das ein Positionswechsel? Next Kurve, Linkskurve, Vedulschikane. Ganz, ganz hartes Anbremsen. Erster, zweiter Gang. Oh,
da gibt es fast die Kollision. Oh, da muss der Philipp einstecken. Sehr gut reagiert. Sehr, sehr knapp. Thorsten noch vor ihm. Thorsten Silberbord. Auch ein Fahrer, den wir öfters hier schon begrüßen konnten. Auch sehr schneller Mensch. Sehr schneller Mann. Mensch, was soll denn das? So, jetzt hier Windschatten. Windschattenattacke. Jetzt sehr, sehr lange Start-Zielgerade. Aber da hat er ein bisschen abreißen müssen. Ja, jetzt kommt er ran, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Spätes Anbremsen. Da muss man halt aufpassen. Haben wir gerade beim Voltage-Foto gesehen, wie schnell das Fahrzeug bei abfallender Strecke die Kontrolle verlieren kann. Wenn man einen Tick zu viel, zu früh oder mit Lenkung bremst, dann bestraft sich das Fahrzeug instant. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein bisschen eine kleine Einsortierung. Carsten Flemmer vorne jetzt schon nach 5 Minuten knapp 8 Sekunden weg, aber dahinter auf Platz 3 ist noch so einigermaßen eng, denn Michael Herrmann, der hängt noch hinter Jens Herkopf fest, da beträgt der Abstand ungefähr eine halbe Sekunde. Die Sekunde noch weiter dahinter auf der 4 ist der Sascha Langenberger und da geht es dann direkt weiter mit Thorsten Silberbord und Philipp Maischein. Der Philipp allerdings, ja, der hat so ein, zwei Schwierigkeiten, so macht es mindestens mal den Eindruck mit der Strecke und ja, da wird es nur interessant zu sehen sein, wie sich das entwickeln wird. Thorsten Silberbord, der robbt sich jetzt langsam aber sicher wieder ran an Langenberger. Ja, Langenberger jetzt still und heimlich auf Platz 4 vorgefahren. Wenn wir jetzt hier das grüne Fahrzeug ist von, was war da? Da ist irgendwie einer sehr, sehr langsam unterwegs. Das sah sehr, sehr, sehr merkwürdig aus. Der hat auch immer noch, ja, hier sehen wir es. Und könnte das ein Slowdown sein? Ich weiß nicht, wie zickig die Strecke hier ist oder iRacing mit der Strecke. Müssen wir jetzt mal schauen, was da passiert. Vielleicht kriegen wir das nachher raus, aber das sah sehr merkwürdig aus. Könnte natürlich ein Slowdown gewesen sein, müssen wir gleich mal ihn fragen, was er dazu sagt. Mal kurz ein Smash-Up hier, Rundenzeitentechnik, Carsten Filmer, 1.23.0. Ich habe ja gesagt, im Pre-Quali wurde eine 1.23.4 gefahren. Wie gesagt, Pre-Quali ist eine Sache. Da muss man seine Pflichtrunden ablegen und dann trainiert wird meistens dann im eigenen Kreis, meistens mit den Teamkollegen, was ist bei Carsten nicht der Fall ist. Hier sehen wir das Fahrzeug von Sascha. Hat jetzt zwei Platzierungen verloren. Dahinter riecht Fabian Jungblut, der an Daniel Frick vorbeigegangen ist. Vorne die Lücke schon gigantisch geworden. Und hier sehen wir kurz Jens Jakob. Cockpit-Perspektive, letzte Kurve, Coca-Cola-Kurve oder Ex-Coca-Cola-Kurve. Anfahrt auf Startziel, weit über den Curb. Wir können uns jetzt mal kurz die Geschwindigkeiten angucken, Ende, Start und Ziel. Hier haben wir schon über 200. Die Fahrzeuge sind ja jetzt nicht so übertrieben schnell, was die kmh so angeht. Jetzt 220, 222 kmh, hartes Anbremsen. Hier geht es bis auf 70 runter. Hier sieht man die heftige Bodenwelle. Da man schmeißt das Fahrzeug quasi auf den Beton. Wenn man zu eng reinfährt durch die Spitzkehre, dann war es das auch mal schnell mit dem Fahrzeug und das Fahrzeug dreht sich. Das kann sehr schnell passieren, weil die Bodenhöhe hier gefühlt 2 mm ist. Hier sauber durch die Mercedes-Arena. Hier muss man auch aufpassen, darf man nicht zu weit rauskommen. iRacing gibt nämlich auch mal gern da Slowdowns, wenn man es da übertreibt. Hier auch schwierige Stelle, sehr bumpy. Hier sieht man es, hier beim Rausfahren muss man auch aufpassen. Da, wenn man zu früh Gas gibt, zu viel einlenkt, dreht sich das Fahrzeug gerne mal. Hier kann man links schön über den grünen Teppich fahren, rechts auch. Rüber schwenken, rechts weit rein. Oder war aber heftig über den Körb. Hier links kann man weit den Körb auch ausnutzen. Hier links ein bisschen über die Rattersteine, kein Problem, das ist alles noch legitim. Dann kommt gleich die Vedolci-Kane, die langsamste Stelle und schwierigste Stelle meiner Meinung nach hier auf der Strecke. Da muss man echt aufpassen, dass man die Karre da auch nicht zu heftig über die Curbs schmeißt, weil du hast die Curbs und noch weiter innen befinden sich diese etwas dickeren Wülste, so möchte ich schon fast sagen, die ziemlich hoch sind. Wenn wir jetzt hier sehen, Michael Herrmann hat sich jetzt bis auf eine halbe Sekunde rangerobbt an Jens Jakob. Rundenzeitentechnisch sind wir jetzt hier bei 24.2 und 24.3, also die fahren ungefähr gleichen Speed. Im Gegensatz da vorne fährt der Carsten Filmer 1,3 Sekunden schneller. Müsst ihr euch mal überlegen, die fahren hier schon echt flott mit den Karren, fahren das ganze Jahr schon auf diesen Autos, trainieren wie die Bekloppten und der fährt nochmal auf diesen relativ kurzen Kurs mit, was weiß ich, knapp 4 Kilometern nochmal 1,5 Sekunden schneller. Das sind einfach nur
Welten. Genau, und Herr Carsten Firma beweist mehr oder weniger, wie du schon gesagt hast, dass er in eine eigene Liga fährt und das nicht nur erst heute, sondern auch schon über die ganze Saison hinweg immer an den Rennen, wo er teilgenommen hat. Und da wird es mal spannend zu sehen sein, ob er das gleich auch wieder in den nächsten Läufen bestätigen kann. Ich meine, wir haben ja gleich wieder die besten 9 werden gedreht. Carsten Filmer startet von der 9. Aktuell, jetzt noch hier im Bild, ist der Florian Büscher auf der 9. Der würde dann von der 1 starten. Wäre natürlich interessant zu sehen, kann er sich dann möglichst lange vorne halten oder hat er die Probleme wie andere, die zum ersten Mal in solchen Rennen vorne starten, dass er direkt einen Fehler macht und ihm die Position weggenommen wird. Ja, das hätte, wäre, wenn, ne? Was kann alles passieren? Das ist natürlich immer schwierig, das hervorzusagen. Ne? Sagt, wenn wir es könnten, dann müssten wir nicht Kommentatoren sein, sondern Hellseher. Nochmal hier wegen Michael Lorenz auch zu gucken. Ja, der ist anscheinend ganz raus, ist anscheinend wirklich gar nicht erst gestartet. Vielleicht hat er wirklich einen Disconnect gehabt. Vielleicht, ich kann vielleicht mal nebenbei die Ohren aufhalten, vielleicht kriegt was nebenbei raus. Während ich jetzt sehe, Sascha Langenberger an der Box. Was ist da passiert? Ja, der Sascha ist aktuell in der Box. Wir gucken gerade mal, ob er da irgendwie was hat. Das Fahrzeug sieht noch okay aus. Also da scheint auch wohl länger was zu gewesen sein. Der fährt auch wieder los. Hat er nicht genug Sprit mitgetankt? Denkt er, es gibt einen Lichtboxenstopp? Das Auto sieht noch heile aus. Also ja, dieser Boxenstopp ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig geworden oder gewesen. Ja, vielleicht hat er die Möglichkeit nach dem Rennen irgendwie oder zwischen dem Rennen mal kurz eine Nachricht zukommen zu lassen und uns, worin er uns am Aufklären ist, was jetzt Phase war. Und die zwei hier, die haben noch immer ihren Spaß, die sind sich noch nicht sehr einig geworden, beziehungsweise der Michael guckt erstmal, was er da eventuell veranstalten kann gegenüber dem Jens Jakob, seinen Teamkollegen auch noch gleichzeitig. Und hier im hinteren Feld war gerade Wolf-Dietrich Hotho ein bisschen näher dran an Marcel Meyer. Der hat jetzt dann doch ein bisschen abreißen lassen müssen, aber Hotho fährt aktuell auch ein bisschen die schnelleren Rundenseiten, auch wenn es nicht viel sind, 2/10 knapp. Gut, aber am Ende können die natürlich im engen Feld der ausschlaggebende Punkt sein, Patrick. Wir haben es oft in der Weltmeisterschaft gesehen, bis auf Martin Grönke waren sie alle sehr, sehr eng beieinander und dann kannst du natürlich schon mal über eine Tausendstel entscheiden, ob du vorne stehst in der ersten Reihe oder dann doch in der 5. bist. Und hier gucken wir gerade nochmal, nein, Hotho versucht sich da ein bisschen so dem Marcel sich zurechtzulegen, schafft es allerdings nicht ganz. Ich muss ja auch kurz dazwischen grätschen, was auch wichtig ist, außer ein paar Tausendstel oder die Startreihe, ist nämlich genug Sprit. Nämlich gerade aus dem Buschfunk hier im Stream, danke Cup Porsche. Wenn wir hier den Angriff noch mal sehen, ganz kurz, machen wir das kurz. Wollte die Schulter greift Marcel Meyer an, hat er sich gecatcht, genau. Sascha Langenberger ist sehr, sehr aufgeregt, freut sich wie Sau, fährt das erste Rennen, haben wir ja auch schon gesagt, aber hat vergessen, die Quali-Sprit zu erhöhen auf Rennsprit. Also es lag wirklich am Sprit, er hat sich nicht vertan, dass ein Pflichtboxstopp ist, er hat einfach zu wenig getankt. Ist nicht der erste, dem das passiert. Das ist auch schon älteren Hasen passiert. Ist auch schon in größeren Rennen passiert, in größeren Ligen. Das passiert einfach gerade in der Aufregung. Mir ist es auch schon öfter passiert. Ist aber nicht schlimm. Ich denke mal für Lauf 2 volle Attacke. Dankeschön für den Buschfunk. Und dann denke ich mal, geht es auch dann in Rennen 2. Gibt er dann richtig, richtig Hackengas. Ja, und hier jetzt so ein bisschen im Bild immer mal wieder alle drei Fahrzeuge des Epic Sim Racing Rennstalls mit Jens Jakob, Michael Herrmann und Thorsten Silberbauten. Ja, die Jungs, die haben jetzt so ihren Rhythmus, denke ich mal, gefunden. Herrmann hat wieder ein bisschen abreißen lassen müssen, vielleicht auch die Reifen zu stark beansprucht. Krassen Fimmer vorne immer noch auf der 1, dann kommen hier anschließend auf 2, 3 und 4 Jens Jakob, Michael Herrmann und Thorsten Silberbaut auf der 5 liegend. Befindet sich der Philipp Maischein. Er hatte am Anfang gute Ansätze im Rennen gezeigt, allerdings fehlte ihm dann doch so ein bisschen, ja, die Durchschlagskraft, möchte ich mal behaupten, um dort wirklich sich auch auf der Position behaupten zu können. Fabian Junggut ist auf der 5, Michael Bürst hier
im hinteren Bereich des Feldes. Position 11 und 12, da ist der Sascha noch vorbei wieder gegangen an den Jungen und konnte sich nochmal verbessern auf die nächste Position. Wird allerdings schwieriger, trotz der besseren Rundenzeiten von ihm. Knapp 10,5 Sekunden auf Marcel Mayer, der auf der 10 liegt. Bei noch restlichen 5 Minuten Fahrzeit. Das wird nicht sonderlich viel reichen. Also da müsste er noch größere Schritte machen, um ihn dort wirklich einzuholen. Dorian Büscher hier, der Neuansteiger für GT Tempel, auf der 8 unterwegs. Daniel Frick auf der 7, hier weit daneben. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie noch eine kleine Einblendung dazu finden, wie das dazu kommen konnte. Er verliert das Auto beim Lenken. Das Heck will rumkommen, muss gegensteuern. Dann hat er Glück, dass er die große Auslaufzone ist und er das Auto über diese Auslaufzone fangen konnte und dann anschließend wieder auf die Strecke gebracht hat. Allerdings sind hier die Abstände im hinteren, beziehungsweise auch im Mittelfeld relativ groß, wo es noch so ein bisschen enger ist. Ist es zwischen diesen drei Epic Sim Racing Jungs eben 20 Sekunden nach vorne, hat der Carsten Filmer Vorsprung. Bernd Jens Jakob und Michael Herrmann sowie Thorsten Silberbord zwischen 2 Sekunden auseinander liegen. Ja, Patrick, wir haben jetzt noch 4 Minuten Restzeit. Das Feld hat sich so einigermaßen sortiert. Das war ja immer in dem, wenn wir so ein bisschen Revier passieren lassen, das ist ja jetzt der letzte Lauf der DSFM 17-2. Die erste Lauf war immer so relativ einsam, aber dann im zweiten und dritten Rennen, vor allem im dritten Rennen, hat es sich doch dann sehr, sehr, sehr stark verändert. Das Bild, ja, da war es am Anfangsphase immer sehr, sehr chaotisch und wir hatten dort dann doch das ein oder andere Konfliktmanöver dabei. Aber jetzt in der Phase bei noch knapp 3 Minuten sieht doch alles relativ geregelt aus, mag ich mal zu behaupten. Ja, du sagst, du hast recht. Das ist jeden Lauf bis jetzt so gewesen oder jede Station. Das ist, liegt aber auch daran, denk oder gehe stark von aus, dass halt im zweiten Lauf, auch wie im dritten, aber im zweiten Lauf, wenn wir hier auch schon, er kommt näher, der holt sich den noch. Ich glaube, der wird auf jeden Fall noch eine Attacke kommen, sagen wir mal so. Dass halt die ersten 9 Plätze getauscht werden, sprich die zwei hier mit Carsten Filmer im Nacken dann sich nach vorne durchkämpfen müssen. Und dann manche bleiben halt dahinter kleben. Da haben wir ja gesehen, vor 4 Wochen auch dann, oder auch vor öfter, also schon öfter bei öfteren, also anderen Rennen, Mann, ich hab's heute, sich dann im dritten Lauf noch schlimmer durchkämpfen müssen, weil die dann irgendwie dann doch weiter hinten hängen, weil die das nicht geschafft haben, auf Platz 9 zu kommen und vielleicht sogar dann nur auf 11 oder 12 hin rutschen und dadurch dann durch das komplette Feld bügeln müssen. Das kann halt alles passieren. Ne? Deswegen machen das den zweiten und dritten Lauf noch umso spannender. Der erste Lauf ist halt so, wie das Qualifying halt passiert. Deswegen sind die schnell dann auch vorne. Deswegen Carsten Filmer, 20 Sekunden vorne. Der ist eine 1:22.7 gefahren, seine schnellste Runde. Ja, leck mich am Arsch, das gibt's doch nicht, ey. 1:22.7. Eine Sekunde schneller als die schnellste Runde von Fabian Jungblut, ne? Da sieht man mal im Gegensatz zum Klassement jetzt auch die Rundenzeiten hier. Das ist echt krass. Krass, krass. Ich zieh wieder mal meinen Hut, wenn ich einen auf hätte. Ja, Carsten Filmer, der hat immer bewiesen, dass er halt mit solchen Autos schnell ist. Auch der Radical sagt er immer wieder, macht ihm unheimlich viel Spaß zu fahren. Liegt ihm besonders anscheinend auch sehr, sehr gut. Und ja, wird interessant zu sehen sein, wie es dann nächste Saison weitergeht. Nächstes Jahr, da laufen ja schon mittlerweile die Vorbereitung, die Planung im Hintergrund an. Und ich denke, man kann gespannt sein, was da auf einen zukommen wird. Zu Alex, wie soll ich den Winter ohne dich überleben? Ohne DSFM alle 2 Wochen montags? Wie soll das funktionieren? Ne, dann falle ich dann so ein richtiges Winterloch, weil vorhin wurde nach Gefühlen gefragt im Stream. Die Gefühle sind da. 4 Wochen oder mehrere Monate kein DSFM. Natürlich Quatsch, wir haben natürlich noch andere Renn-Action-Programme. Nächstes Jahr warten auch noch einige Überraschungen auf. Da wird noch einiges kommen. Haltet euch auf jeden Fall bereit. Natürlich die VVN gibt es auch wieder. Wer wir hier sehen. The one and only, der einsame, forever alone vorne, dominierend
das Feld am Anführend hier geil. Ja, wir sagen es immer wieder, aber es bringt doch nichts, das immer wieder hochzunehmen, beziehungsweise es ist einfach nur geil, was er vorne abzieht. Während es jetzt aber echt spannend wird. Ja, das habe ich auch schon gesehen vorhin hier. Michael Lorenz ist wieder in der Box. Ich habe ihn noch mal angetickert im Boxenfunk, aber da ist nichts. Also kam noch keine Rückinfo. Wenn wir jetzt hier die Einfahrt in die letzte Runde sehen, 3 Sekunden vor Schluss, in die Runde 15. Das ist schon mal ein Anhalt wie die nächsten Rennen. Also auch, denke ich mal, auch jeweils 15 Runden sein werden. Wir sehen nicht mal im Hintergrund die anderen Fahrzeuge. Das ist schon echt krass. 0,6 und 0,4 Sekunden zwischen 2, 3 und 4. Ja, aber guck mal, was ja, noch, da auch. Ja, was da noch auch. Kommt hier. Langenberger, der hat noch die Chance. Der hat ja noch jetzt die letzte Runde. Der ist wieder rangekommen. Also im Gegensatz, wie ich es prognostiziert habe, ist da Langenberger wieder an Marcel Mayer rangekommen. Und der hängt auch nicht weit hinter Wolf-Dietrich Rothe. Vielleicht kommt da jetzt dann noch der Angriff. Wir befinden uns in der letzten Runde für Carsten Filmer. Der holt die fast schon zum Überrunden ein. Vorne sehen wir Michael Bürst unterwegs. Gucken wir gleich mal, wir sehen es. Dann bestimmt noch zu Genüge das Duell der beiden. Ja, aber hier Langenberger ist vorbeigegangen an Meyer. Also da hat sich Meyer dann doch noch kurz lumpen lassen. Beziehungsweise hat ihn vorbeigelassen. Ist jetzt nur noch Elfter und damit heißt es erstmal warten, wenn Silberbord vorbeigegangen ist an Hermann. Silberbord konnte die Position gegenüber Hermann noch gewinnen, während jetzt Filmer in die letzte Kurve geht, noch einmal raus beschleunigen auf Start und Ziel und dann aufpassen, nicht dass da der Michael eintrifft oder unglücklich getroffen wird. Wir hatten es 2012 gesehen beim Mantai Porsche. Start und Ziel gerade ausgerollt und dann kam ja von hinten Renault Clio. Ja, Glückwunsch an Carsten Filmer zum Laufsieg am letzten Rennwochenende im ersten Lauf. Dann anschließend im Ziel vielleicht, oder? Was ist da los? Ja, Jakob, der sichert sich auf jeden Fall Position 2. Silberbord wird Dritter. Ne, Hermann wird Dritter. Filmer wird Vierter und was dahinter? Jungblut und Mai scheinen. Boah, da wurde es nochmal ganz eng. Das gucken wir nochmal gerade an. 13.000stel. 13.000stel, quasi ja. Parallel. Oh, ja, da war es schon vorbei. Ja, das war vorher schon die Linie. Fabian Jungblut konnte sich noch gerade so auf 5 retten. 13.000stel. Wow. Ja, da wird der Fabian nochmal geschwitzt haben. Ja, aber mal interessant. Vielleicht können wir mal zurückspulen, zu gucken, wie das vielleicht entstanden ist. Letzte Kurve. Weil vielleicht kriegen wir dann noch nachher Infos. Wenn wir jetzt hier Wolf-Dietrich Hutto und Sascha Langenberger setzt nochmal zum Überholen an. Da vorne ist schon die Linie. Ja, das war schon. Schade. Aber Wolf-Dietrich Rotho hat sich wacker geschlagen noch die letzten 2 Runden. Sascha Langenberger mit einem kleinen Zwischenfall in seinem Debüt. Aber wir haben auch schon vorhin gelesen, der wird gleich den richtigen Sprit tanken und dann hart ausrasten. Wenn wir hier Michael Bürst auf dem letzten gewerteten Platz ins Ziel rollen sehen. Das Endergebnis nach 24 Minuten 59 Sekunden. Carsten Filmer auf 1, 26,6 Sekunden Vorsprung. Dahinter Jens Jakob mit knapp 4 Sekunden Vorsprung auf Michael Hermann. Die zwei dahinter 0,8 Sekunden hinter Thorsten Silberbord. Auf 4 Fabian Junggut, 13.000stel vor Philipp Meischern sich nochmal reingequetscht. Also echt gut gehalten noch gerade so. Dann Daniel Frick auf 7, Florian Büscher auf 8, Wolf-Dietrich Rotho hat sich noch auf 9 vor Sascha Langenberger gerettet. Jetzt wechseln wir auf das zweite Feld, dann kommt dann Marcel Mayer oder Mayer Marcel auf Platz 11. Michael Bürst macht den letzten Platz, gewerteten Platz komplett. Michael Lorenz wird ja noch als 13. gewertet aus der Boxengasse. Ja, bin ich mal gespannt, wie jetzt Lauf 2 wird. Wolf-Dietrich Rotho hat die Pole in Lauf 2. Ja, Wolf-Dietrich Rotho hat die Polen auf 2, du sagst es, ist ja mittlerweile für ihn kein unbekanntes Feld mehr. Hat ja in den vergangenen Läufen immer mal wieder die Pole-Position inne gehabt. Dadurch eben, dass dass die ersten 9 gedreht werden. Und das wird dann nochmal spannend zu sehen sein. Also Carsten Filmer jetzt auf Kurve 1, so, wir haben es gerade gesehen, da ging es kurz zu dritt, sogar teilweise nebeneinander. Wird spannend zu sehen sein, wie sich jetzt versuchen, die Fahrer da vorne einzusortieren. Werden wir gleich sehen, wir geben kurz ab in eine Werbung, sind dann gleich mit dem zweiten Lauf am heutigen Abend wieder da, live on board. Ja,
Ich bin leider abgeflogen. Wie im echten Leben. Die Streckenführung ist natürlich genial. Was das Fahrverhalten angeht, sehr realistisch. Sehr, sehr nah dran. Ich sag mal, wir sind zu 98% dran. Weggekommen und Gunnar mit einem super Start setzt sich da schon ran an die beiden Vorfahrer da vorne. Und da wird es richtig eng zwischen den drei Fahrzeugen und der Synchro hier vorbei im Laude ist. Simracing zu deinem Motorsport.
Jetzt steigt natürlich wieder so ein bisschen der Puls bei den Fahrern, bei den Teams. Jeder drückt seinem favorisierten Team, seinem Teamkollegen natürlich die Daumen. Ja, da sind wir auch wieder aus der doch etwas längeren Werbepause als geplant. Hier wieder zum zweiten Lauf am heutigen Abend. Und ja, wir haben auch schon eine kleine freundliche Nachricht. Patrick, nämlich nicht nur Carsten Film hat den ersten Lauf gewonnen, sondern damit auch die Meisterschaft jetzt komplett mit Sicherheit zu 100% eingetütet. Da gab es keine theoretische Chance mehr von 0,001%, sondern die ist jetzt bei 100%. Also Carsten Film gewinnt nicht nur den ersten Lauf, sondern auch gleichzeitig die Meisterschaft. Damit haben wir einen Nachfolger, Carsten Pimmer verteidigt sogar die Meisterschaft. Jetzt bei der DSFM. Champagne! Geil, Alter. Nein. Hat er sich zurecht erarbeitet und auch mit fast schon Vorhersage erfahren und einfach Glückwunsch und Congratulations an Carsten Filmer für den Gewinn. Titelverteidigung in zweimal in Reihen, also hintereinander, die DSFM beide Saisons in der Saison 2017 oder des Jahres 2017 gewonnen. Nicht schlecht, also das kann man erstmal bringen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht ab nächstes Jahr. Ob sich dann einer ermitteln lässt, der Carsten Filmer schlagen kann. Ja, wird gespannt sein, was nächstes Jahr alles kommen wird. Ich sag so, einige neue Dinge, ein paar alte Dinge, vielleicht auch neuer Formen, wir werden sehen. Ja, die Fahrer haben jetzt nochmal knapp 4 Minuten Zeit im Warm-Up, um sich nochmal auf die Bedingungen einzustellen. Und ja, für Carsten Filmer, der könnte eigentlich... Ja, der müsste eigentlich nicht mehr dran teilnehmen an den restlichen zwei Rennen. Allerdings denke ich, dass dann doch noch der Sportsmann da, wo er sagt, ja komm, dann versuche ich die 3 Siege, wenn ich sie kriege, auch noch mitzunehmen. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Frage, das ist einfach nur eine Frage der Prestige, glaube ich, einfach nur, ob man und zeigen, wo der Hammer hängt. Und das, ich weiß nicht, du sagtest Sportsman und außer er sagt jetzt, boah, komm, ich fahre schnell das eine Rennen, danach, keine Ahnung, einkaufen, Kino, was weiß ich. Ich habe jetzt sonst keinen Bock mehr drauf. Aber wenn der, heute ist Race Day und für den ist heute Race Day voll und ganz und deswegen wird er auch die anderen beiden Läufe mitfahren. Vielleicht wird er ein bisschen mal weniger zurückstecken, aber ich glaube nicht mal das. Der wird genauso, ja, heute ist noch einer, Tag des Parkens heute bei der DSFM mit dem Formula Renault 2.0. Heute haben sie keinen Bock zu fahren. Aber wir sehen öfters im Warm-Up, dass da auch, es klingt jetzt blöd, so Spielereien stattfinden, sondern austesten. Dafür ist ja ein Warm-Up da. Ne? Wir sind hier im virtuellen Rennsport unterwegs. Es kann hier nichts passieren.
Hier kann man auch mal ein bisschen ruppiger über die Curbs fahren, zu gucken, was geht hier. Oder auch mal, weiß nicht, mal ein bisschen aggressiver in die Kurve reinbremsen. Meistens gibt es auch keine Diskussion, zu gucken, wieso hat er es jetzt so gemacht. Und ne, im Rennen halten die sich dann meistens eher zurück. Aber im Warm-up wird da auch mal gern ein bisschen aggressiver gefahren. Haben wir in den letzten Rennen öfters gesehen. Dafür ist es ja auch da, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Und es könnte sich noch was ergeben, eventuell. Das werden wir sehen, wie sich die Rennen nämlich verlaufen. Und zwar Christian Franz, der hat nur in Anführungszeichen 50 Punkte Vorsprung vor Michael Herrmann auf der 4. Wenn Herrmann alle Rennen ankommt, könnte er diesen auch noch reinholen, somit Dritter werden. Und das gleiche gilt auch für Wolf-Dietrich Schoto, der schon jetzt Gunnar Miesen überholt haben muss. Also Miesen fällt weiter zurück und Thorsten Silberbord könnte mit seiner guten Position aus dem vergangenen Rennen auch wieder noch vorbeigezogen sein an Daniel Frick. Die hatten nämlich auch nur 4 Punkte Abstand zwischen den Positionen. Also da wird es noch vielleicht die ein oder andere Verschiebung geben in den kommenden Rennen. Also, bitte, ja doch, wird es auf jeden Fall noch geben in den letzten 2 Läufen, was die Meisterschaft angeht. Aber eins ist sicher, Carsten Filmer, ja, der hat da sich die Meisterschaft geholt. Der ist der Glückliche, der mit heute Abend auf jeden Fall einem breiten Grinsen vielleicht ins Bett gehen wird. Wir werden es nicht sehen. Aber gut. Carsten Filmer zeigt auch schon wieder hier, dass mit ihm, weil das an ihm nichts vorbeigeht, fährt die schnellste Runde. Warm-up mit einer 1:24.0. Dahinter folgt Daniel Frick mit einer 1:24.7. Also 7/10 Abstand zu dem nächsten Verfolger von Carsten Filmer. Michael Lorenz, Philipp Meischein, Jens Jakob, Fabian Jung, Gut und Sascha Land. Nürnberger allerdings dahinter innerhalb von einer halben Sekunde. Also da siehst du mal wieder Carsten in der eigenen Welt, aber dahinter hast du halt wieder dieses typische enge Mittelfeld, wo dann natürlich dir ein kleiner Fehler komplett alles kaputt machen kann. Ja, und genau deswegen wird er genauso konzentriert wie in den vorigen Läufen oder wie die ganzen beiden Saisons weiterhin volle Konzentration hier aufweisen. Oh, das war... Ey, da rechts noch vorbeigedrückt. Ne? Wie gesagt, Warm-up ist so ein bisschen so freidrehen. Ne? Da, hier passiert nichts, hier kriegst du keine Strafen. Normalfall. Hier passiert nichts, hier kannst du einfach mal ein bisschen... Ne? Vielleicht wollte er mal gucken, wie schnell er da zwischen Boxenmauer und Auto durchpasst. Das sah aber sehr spektakulär aus. 20 Sekunden haben wir noch. Eine Runde wird er nicht mehr schaffen. Ist jetzt hier im Warm-up sogar eine 1:23.8 gefahren. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Wie noch was vorhin noch sagen wollte, Sascha Langenberger, unser Pechvogel von Lauf 1 mit Spritmangel, wollte natürlich Wolf-Dietrich Schoto noch bekommen, weil sonst würde er auf der Pole stehen. Jetzt hat er natürlich um 0,3 Sekunden die Pole verpasst. Und wird sich, denke ich mal, jetzt direkt an Carsten Filmer dranhängen. Hier sehen wir es wieder. Sperenzchen. Schöner 360 und dann ist es aber schon wieder vorbei. Deswegen gleich geht Rennen 2 los, in wenigen Sekunden. Ja, wie du schon sagtest, es könnte natürlich gleich eine Taktik werden von dem Sascha Langenberger, dass er versucht, da so ein bisschen den Carsten Filmer zu folgen, um dort eben, ja, möglichst gut nach vorne durchzukommen, aber kann natürlich auch schief in die Hose gehen. Wir werden in wenigen Sekunden sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Wolf-Dietrich Schoto aus der ersten Reihe gemeinsam mit Florian Büscher, dahinter stand der Philipp Meischer, müsste das sein. Zusammen mit dem Daniel Frick. Oder fehlt da noch einer? Ne, da fehlt keiner mehr. Also die Zeit läuft allerdings auch jetzt schon ab. Das heißt, die Autos, Kupplung finden, Motor, Drehzahl und los geht's. Ja, und alle kommen so relativ gut weg. Ja, nein, nicht ganz. Da hat Florian Büscher viel verloren. Und hinten gucken wir nochmal. Wolf-Dietrich Schoto kommt von außen hart rein, aber da lässt sich jeder genug Platz. Oder, ja, doch nicht. Da hat Wolf-Dietrich Schoto, was macht der denn da? Noch einen abgeräumt. Der hat noch einen abgeräumt, der ist auch direkt in die Boxengasse. Ah, der
zu viel Schwung, trifft dann noch Büscher und noch einen anderen GT-Tempel. Drei Stück abgeräumt quasi. Und seinen Teamkollegen Jens Jakob nimmt er auch noch mit in das ist natürlich... Das hat sich aber auch jetzt gelohnt. Ja, Philipp Maischein, erster, Florian Büscher auf der 2, Thorsten Silberbord auf der 3, Fabian Junggut mit einem kaputten Frontflügel vorne rechts, der war nämlich der GT-Tempelwagen dort. Auf der 4 aber direkt im Druck von Carsten Schillmann. Ich glaube, da gibt es auch keine große Gegenwehr. Fabian Junggut mit dem beschädigten Auto. Er hat einfach keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und dann kommt dort der Michael Herrmann, gefolgt von Michael Lorenz. Jens Jakob hier unterwegs, ganz am Ende des Feldes. Mit... Ja doch, der ist schon wieder unterwegs, hatte der... Ja, der hatte keinen kaputten Frontflügel. Aber hier, guckt jetzt an, der Sascha, der ist nicht mit durchgekommen. Der hat den kaputten Frontflügel gehabt. Und jetzt hier zu dritt nebeneinander, Carsten Filmer auf der Innenbahn. Zieht dann doch raus. Macht trotzdem die Position eventuell gut. Auf jeden Fall Florian Büscher hat sich da geschlagen gegeben. Carsten Filmer hält noch auf der Außenbahn ein bisschen dagegen. Steckt jetzt allerdings zurück, guckt jetzt vielleicht nochmal auf der Innenbahn. Reicht nicht, ist da zu weit weg erstmal, aber vorne Philipp Maischein, ja gut. Der wird hoffen, dass er da möglichst viel Position gut machen kann. Und jetzt hier kommt da der Angriff, lässt er Silberbord einfach relativ wehrlos durch. Ja, hat so den Anschein gemacht im Hintergrund. Fabian Junggut, der verliert Position um Position, also der fällt auch hinter Daniel Frick, seinen Teamkollegen, zurück. Michael Lorenz, so wie Michael Herrmann, die laufen so langsam auf Florian Büscher auf. Wow, war ja schon mal Chaotik pur hier, ne? Wie du gesagt hast vorhin, jeder Lauf wird ein bisschen chaotischer. Jetzt hier Angriff, Michael Herrmann, da muss er zurückstecken. Eieiei, da war aber auch ganz schön knapp. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass nicht auch Michael Lorenz von hinten noch kommt. Letzte Kurve hier. Ich weiß gerade nicht, wie die neue Bezeichnung ist. Ich kenne nur die Coca-Cola-Kurve noch. Muss man gleich mal gucken, nicht, dass wir hier was Falsches sagen. Jetzt hier im schönen Dreierpack dahinter die beiden GT-Tempel-Fahrzeuge. Auch auf Lauerstellung, da muss man sich erstmal zurückhalten. Hier Angriff jetzt wieder Michael Herrmann. Erste Kurve, reinbremsen, erste Kurve, Rechtskurve. Hier kann man mehrere Linien fahren. Oh, da macht er aber auch die Tür zu. Jetzt muss er die weite Linie fahren. Hat ihm mehr Zeit gekostet. Jetzt muss man mal aufpassen, dass die Fahrzeuge von Michael Lorenz nicht doch da irgendwie sich da mit in die Bredouille kommt. Jetzt die Innenbahn links. Michael Herrmann ist wieder außen. Aber nächste Kurve wieder Rechtskurve. Das ist ja das Besondere am Nürburgring, der Mercedes Arena. Hier kannst du viel hin und her haben, du hast nicht unbedingt einen Nachteil, weil du so viele verschiedene Linien fahren kannst hier. Jetzt mit 2x2 im Pack hier in die Kurzanbindung, jetzt muss man nicht aufpassen, dass sich wieder einer verbremst, macht die Tür zu und da gab es die Kollision. Da ist Daniel Frick, dem Michael Lorenz ganz leicht in die Karre gefahren, ist aber nicht weiter passiert. Die zwei haben sich jetzt nochmal kurz sortiert, die zwei wieder noch nebeneinander. Fabian Jungblut hofft da auf glückliche Dritte zu sein. Wenn hier vorne Carsten Filmer den Philipp Maischein attackiert. Außen herum wird das schwierig, weil jetzt wie Dolce-Kane 2x90 Grad Kurve, der lässt halt zurück, ne? Der weiß ganz genau, der hat halt einfach so eine Pace. Und jetzt hier, oh, weichen aus, verbremst. Michael Herrmann kann davon profitieren, er muss seine Platzierung auch zurückgeben, weil er war ja davor, aber verliert dadurch ganz viel Zeit. Die beiden GT-Tempel-Fahrzeuge jetzt außen herum. Dreckige, also schmutzige Reifen. Jetzt macht er auch langsam wahrscheinlich noch einen Slowdown bekommen, so wie es aussieht. Weil der auch ungebremst quasi drüber gefahren ist. Und jetzt, hier gibt es die nächste Attacke. Erste Kurve, Carsten Filmer. Engere Linie. Jetzt schon 150, jetzt gerade um die 100 auf dem Tacho. Ging schon mal richtig hoch, die Nadel. Und jetzt, man sieht es, er fährt Kampflinie. Er will sich das natürlich jetzt den Spaß auch gönnen, der Philipp Maischer. Ne? Der Meisterschaft ist, wie gesagt, eh gelaufen. Für ihn kann er eh nicht mehr viel mitreden, vorne nur noch die Plätze 2, 3 und 4, das könnten interessant werden, da spielt er aber nicht mit und macht sich jetzt ein Späßchen hier mit dem Film, das finde ich geil. Ich denke mal, da freut sich der Carsten auch mal ein bisschen drüber, wenn er mal ein bisschen fighten kann. Solange alles fair abläuft, ist er also irgendwann wird er den Speer wegwerfen, weil der einfach dann mit stumpfen Waffen kämpft. Oh ja, aber Junge, der fährt aber auch letzte Rille, ne? Da würde ich schon wieder Angst kriegen, ne? Jetzt hier sehr nah dran, jetzt haben wir lange gerade, jetzt könnte es mal werden. Engere Linie, Rechtsknick, Edwin Bogen. Hier sehen wir schön von außen. Und jetzt aber nächste Kurve wieder Linkskurve. Jetzt kommt es dran. Wer hat die größeren Eier? Wer kann später bremsen? Oh, Carsten Filmer. Und Junge. Und dann hüpft er ab. Der Michael Philipp Maischein hebt ab. Aber jetzt ist er vorbei.
Noch ist er, ja, jetzt kommt eventuell der Konter. Aber Carsten Filmer ist halt ein Profi, ja, dann macht er zu und dann war's das, ja. Aber jetzt Windschatten wieder, ne? Da kommt aber noch von hinten einer, das Thorsten Silberbord, der profitiert natürlich jetzt davon. Guck dir das mal an. Eieieiei. Ja, der Philipp hier aus dem Windschatten heraus, wieder erstmal auf die Innenbahn. Ja, und da. Oh, Carsten Filmer mit dem kleinen Quersteher. Bisschen weiter rausgekommen, als er vielleicht wollte, und dadurch kommt natürlich auch von hinten Thorsten Silberbord dran. Somit haben wir einen kleinen Dreifachkampf um die Führung jetzt. Ja, und Carsten Filmer, der guckt natürlich, der hatte gerade die Möglichkeit gehabt, hat es auch kurz nutzen können. Dann kam allerdings die Gegengerade, beziehungsweise die Schattenzielgerade natürlich, und konnte da dann eben wieder, ja, vorbeiziehen durch den Windschatten. Aber hier jetzt aktuell Malschein hart am Kämpfen, versucht er jeden Millimeter Vorsprung, den er hat, auszunutzen. Wird interessant zu sehen sein, ob er jetzt direkt die Innenbahn zumachen wird. Wieder, ob es da wieder zu zweit durch die Schikane geht. Jetzt hat Filmer allerdings einen besseren Ausgangspunkt eventuell. Nein, doch nicht. Reicht nicht. Guckt ihr's an, der Philipp Malschein kann auf der Außenbahn den Carsten ausbeschleunigen. Von hinten lauert jetzt auch Silberbord. Und dahinter kommt auch noch Hermann dadurch heran, dass die zwei sich da so am Bekriegen sind. Jetzt hat allerdings Carsten den Vorteil, geht spät raus. Ah, da hat der Philipp nicht die Tür eiskalt zugemacht. Damit geht Carsten jetzt auch erstmal vorbei. Und hat die Position sicher. Ich glaube, jetzt ist es auch relativ sicher, dass Carsten da vorne wegfahren kann. Außer der Philipp findet noch irgendeine Möglichkeit, irgendeine Linie, die er sich jetzt schnell abgeguckt hat, wo er da vorbeigehen kann. Nein, der Philipp verbremst sich hier. Hat er da irgendwie eine Abkürzungsstrafe bekommen? Hat er so viel von der Strecke mitgenommen? Wir wissen es nicht. Der hat auf jeden Fall rapide langsamer gemacht da in dem Moment. Da ist iRacing ganz schlimm, also gerade die Schikane da. Da gehen wir sehr gern auch mal 1-2 Sekunden flöten und du musst halt dann schon. Ja, hier sehen wir kurz ein stehendes Rad. Jetzt natürlich Philipp, natürlich 3 Platzierungen verloren, aber Carsten Filmer kann ich direkt wieder 1,5 Sekunden absetzen. Ne? Jetzt, ich bin mal gespannt. Der Malschein, der wird jetzt sich hier aber die zwei wieder zurechtlegen wollen. Das wird jetzt noch richtig interessant mit den beiden. Wo man nebenbei, wo ich angekündigt hatte, dass Sascha Langenberger da mitkommt, aber der klebt momentan ein bisschen auf 10, wenn wir hier die Vierertruppe sehen. Vorne das Fahrzeug von Carsten Filmer. Hier ist es auch noch eng um Platz 9. Auch noch sehr interessant. Also ich denke mal, Platz 2 bis 5 wird lustig und hier hinten, aber wir haben auch gesehen, ja, da ein Slowdown und 2 bis 5 Sekunden einfach mal futsch. Ja, Fabian Junglut, der fällt ein bisschen weiter zurück, muss aber allerdings auch nach hinten aufpassen. Da kommt der Michael Lorenz dann doch näher dran. Er fährt die schnelleren Rundenzeiten aktuell. Aber gut, da sind es noch knapp 2 Sekunden Vorsprung. Hier, Rick, der versucht sich so in der Laufstellung zu halten. Maischein, der ist jetzt auf die 4 zurückgefallen. Hier vorne Hermann und Silberbord jetzt. Unter sich die beiden Epic Sim Racing Jungs und hier hinten Marcel Meyer. Ja gut, der hatte die Möglichkeit, nochmal einen Konter zu setzen, gerade auf Start und Ziel. Hat für ihn allerdings dort dann nicht gereicht und somit fällt er jetzt auch ein bisschen weiter zurück vom Abstand her, gegenüber von Florian Büscher. Also der Abstand war doch mal eine gute halbe Sekunde auf jeden Fall schon mal kürzer in dem Rennen. Wenn einzig momentan so ein bisschen der Michael Hermann hier noch dran bleibt. Herrn Thorsten Silberbord, die Jungs, wir hatten schon im vergangenen Rennen gesehen, da war dann doch ein oder andere Überholmanöver noch in der letzten Runde gewesen, wo man gedacht hätte, das wäre nicht mehr so gekommen, aber gut. Am Ende wissen wir mehr, wir haben jetzt noch knapp Halbzeit. Oder knapp ist die Halbzeit rum. Carsten Filmer auf der 1. Thorsten Silberbord, der hier gefilmt wird von Michael Hermann auf der 2. Michael Hermann auf der 3. Philipp Malschein befindet sich jetzt dadurch auf die 4. Wir haben gerade vorhin das schöne Duell gesehen um die 3 bzw. 4 Plätze. Daniel Frick dahinter auf der 5. Fabian befindet sich auf der 6.
7. ist der Michael Lorenz, 8. Florian Büscher, 9. Marcel Mayer, 10. ist der Sascha Langenberger, 11. und damit letzter im Rennen der Michael Bös, Wolf-Dietrich Schurte und Jens Herkopf. Ja, die beiden sind raus, die hatten am Anfang da diese Kollision, weil ja Wolf-Dietrich Otto dort sein Auto verloren hat, ist zu schnell in der Kurve gewesen, Heck kam herum und dann ja, bist du eigentlich nur Passagier, hoffst, dass du kein anderes Fahrzeug triffst, aber ja, da machst du auch nichts, wenn es so halt passiert. Gut, wir gucken jetzt mal hier, was bei Michael Herrmann noch passieren wird. Der kam da zumindest mal von der Linie her besser ran an draußen Silberbord, aber der Windschatten bzw. diese Dirty Air, die du dadurch hast, wenn du vor dem oder hinter dem anderen Fahrzeug fährst, eben die du verlierst ja den Abtrieb quasi, weil vor dir ein anderes Fahrzeug fährt und dadurch diese Luftentwicklungen stehen, nimmt doch sehr sehr viel Abtrieb, Downforce, und ja, das kann dich natürlich sehr sehr beeinflussen, vor allem deine Vorderreifen, die können dadurch sehr schnell kaputt gehen, wenn du da so weit oder zu lange dicht hintereinander herfährst. Dann wird es auch vielleicht ein bisschen taktisch sein. Wir werden sehen, ob er da den Abstand wieder zufahren kann. In den letzten knapp 8 Minuten noch. Und das wird, denke ich mal, noch vielleicht ein oder andere enge Kiste geben auf der Strecke. Michael Lorenz hier zum Beispiel, der befindet sich mittlerweile in Schlagdistanz zu Fabian Jungblut. Und Lorenz hat allerdings auch einen kaputten Frontflügel. Also die beiden Jungs dort mit gleichen Waffen, kann man sagen. An sich haben alle die gleiche Waffe und das ist ein Formel Renault 2.0, ne? Wenn du es so siehst. Ne? wir sehen aber jetzt hier, ja, Rundenzeiten technisch, was ist da? Daniel Frick taucht auch noch mit den 1.24er Zeiten auf, wenn Fabian Unglut, wie du gerade sagtest, ein bisschen zu kämpfen hat. Ne? Ich weiß nicht, wie schlimm da sein Fahrzeug aussieht. Ja, vorne rechts, wie du sagtest, am Anfang ein bisschen krumm, ne? Aber er kann halt noch gut schlagen, aber er wird auf jeden Fall in den schnellen Kurven Probleme bekommen mit dem Flügel. Aber Michael Lorenz ist auch, wie gesagt, kein langsamer Bursche. Und er holt hier pro Runde eine halbe bis dreiviertel Sekunde auf. Und ich bin mal gespannt, wie sich das hier wieder auswirkt bis zum Ende hin. Der Fabian Jungblut ist ein schneller Fahrer, aber auch kein perfekter. Wir haben auch die letzten Wochenenden immer gesehen, oder letzten Montage immer gesehen, dass auch er mal gern Fehler macht. Und wenn du dann noch ein Handicap beim Fahrzeug hast, leider unverschuldet, ne? Ja, während Wolf-Dietrich Rutto, weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, auch gar nicht mitbekommen jetzt, auch schon, und Jens Jakob, beide Autos in der Box stehen. Jetzt hier Angriff mit Cesarina. Wie gesagt, mit, ja, ich würde schon fast teils stumpfen Waffen. Wie gesagt, die schnellen Kurven, da fehlt dir dann der Abtrieb. Du rutschst nach außen, gerade vorne rechts in der Linkskurve, sag ich mal so, ist dann das Suboptimalste, was du da haben kannst. Jetzt ist er schon vorbei und dann wird er sich auch relativ zügig absetzen und Angriff auf Daniel Frick, den Teamkollegen von Fabian Jungblut machen. Position 5 sind 8,6 Sekunden. Wir haben jetzt noch 6 Minuten, 8,6 Sekunden. Na, da muss er jetzt aber fliegen lassen. Ja, und im gleichen, oh, da gab es den Fehler, eventuell sogar den Kontakt zwischen den beiden. Ja, doch nicht, da war Hermann viel zu weit weg, da, oh, da hat er den kurzen Übersteuer am Fahrzeug und verliert damit dann, ja, 3 Positionen bei ihm aus. So schnell kannst du natürlich auch ein Podium wegwerfen, ohne dass du da dem Spiel die Schuld zuweisen kannst. In dem Fall war es selber der Fahrer. Daniel Frick jetzt knapp hinter Philipp Maischein. Frick setzt den Angriff sogar an Turn 1 und reicht nicht, auch nicht beim zweiten Versuch eventuell. Nein, also Frick hat da die Möglichkeit gehabt, vorbeizugehen an Maischein. Maischein fehlt hier irgendwie so ein bisschen in der Mercedes Arena die Pace. Und das wird jetzt, boah, da macht Maischein aber knallhart die Innenbahn zu. Dann muss der Frick aufpassen, weil du siehst halt nicht wirklich, wo dein Fahrzeug aufhört. Und dass du dann ja, unglücklicherweise einen Vordermann triffst.
Nebenbei am Rande bemerkt, ah, jetzt hier der Angriff, Philipp Meischein auf Daniel Frick, jetzt momentan als vorbei gewertet, nächste Kurve, Rechtskurve, ja, da muss er aber weit ausholen. Muss auch noch aufpassen, dass der Thorsten Silberbord nicht da noch reinsticht. Und jetzt sind sie alle drei hintereinander, direkt innerhalb von, ja, ich muss mal sagen, direkt hintereinander. Jetzt geht er aus dem Windschatten raus, weil er, man sieht ja, der hat leicht einen Überschuss, sind nur dann zwei. Guckt ihn da hinten an, Thorsten ja. Silberbord, der guckt ja. selber nochmal mit. Er hofft dadurch, dass er jetzt auch an Frick vorbeigehen könnte, dadurch, dass er momentan eher die Augen auf ihn gerichtet hat als nach hinten. Und jetzt muss sich Frick erstmal nach hinten verteidigen. Da wurde es gerade eng zwischen den beiden. Und dann hat Silberbord doch die weite Linie gewählt, um da halt keine Kollision zu riskieren. Gleichen Atemzug ist auch Florian Büscher dran an Fabian Jungblut. Also Jungblut mit seinem kaputten Fahrzeug hier doch mehr Probleme als erwartet, wahrscheinlich für ihn selber. Und das Rennen wird nicht so verlaufen für ihn, wie er sich das dann vorgestellt hatte. Hier die drei immer noch, ja, die tun sich nicht viel. Allerdings jetzt gut rausgekommen, Frick mit dem Windschatten. Allerdings ist es halt immer blöd, dass du dort diese, ja, Rechtsknick hast. Wo du durch auf dann anschließend auf die Außenbahn kriegst. Allerdings, wir sehen es hier, kannst du außen auch vorbei bremsen. Das macht jetzt Frick. Allerdings jetzt der Konter von Meischein setzt sich zumindest mal schon mal daneben. Geht auch wieder direkt vorbei. Also Frick versucht dann allerdings auch mit mehr Schwung. Guck sie es an. Der macht es genau richtig. Zweimal Crisscross hat jetzt wieder die Innenbahn. Allerdings wird spannend zu sehen sein, wie sich das ja dann Richtung Kurve 2 entwickelt, in die Mercedes Arena rein. Jetzt Kurve 1 erstmal, oh, da gibt es fast den Kontakt zwischen den beiden. Thorsten Silberbord in der Verfolgerrolle, trifft da auch noch fast den und Meischein kontert wieder auf der Außenbahn. Und Frick hält allerdings immer noch dagegen auf der Innenbahn und hat er ihn endlich, hat er ihn. Nein, der Meischein hält immer noch dagegen. So soll das sein. Das ist ja Racing hier und das ist ein super geiler, schöner Dreier-Pulk hier und das wird jetzt noch ein bisschen länger gehen, bis natürlich sich einer komplett verabschiedet. Und jetzt kommt wieder Philipp Meischein. Bisschen mehr Überschuss hier. Ah, die bleiben alle hintereinander. Boah, das ist auch eine Kurve, wo man eher schlecht überholen kann. Jetzt muss aber aufpassen, dass von außen nicht der Thorsten Silberbord kommt. Da hat er Teflon und ist vorbei. Der ist vorbei, ja. Da hat er sich stark verbremst. Vielleicht hat er auch irgendwie ein Fahrzeugproblem oder vielleicht auch ein Slowdown bekommen. Das lässt er aber schon hart abreißen. Das sah schon sehr ruckartig aus. Vielleicht das Fahrzeug kurz überfahren, kurz mal wieder sammeln oder zuckt er kurz mit der Bremse ran. Bei 220 kann man machen. Und jetzt hat Daniel Frick einen kleinen Puffer, und, aber Meischein ist wieder dran am Silberbord. Also das geht jetzt. Wir haben noch 1 Minute 22, zwei Runden noch zu fahren. Das gibt jetzt ein lustiges Hin und Her noch hier. Auf jeden Fall, das wird nochmal sehr, sehr interessant zu sehen, wie es da hinten abgeht. Meischein guckt da, versucht da, oh, muss selber aufpassen, dass er da mit seinem Stenker zurück auf die Ideallinie nicht das Auto verliert. Ist aber nochmal gut gegangen. Also Carsten Wimmer, da wo befindet er sich? Der befindet sich noch nicht in der letzten Runde. Ich glaube, da fehlt dann noch ein bisschen mehr. Dass es noch eine Runde wird. Und das heißt nochmal für die Jungs hier Attacke. Das sind noch sowohl für Daniel Frick als auch noch Thorsten Silberbord nichts gegessen. Da hat jeder noch die Chance, an den Vorderen vorbeizugehen. Jetzt sind die Lücken aber schon recht groß. Jetzt gucken, eine Runde gibt es noch. Wir haben Carsten Filmer, scheint schon in der letzten Runde zu sein. Nee, der wechselt gleich jede Sekunde. Muss er aber Start und Ziel kommen, dann wird die letzte Runde eingeläutet. Könnte er noch vor der Null drüber kommen? Ich weiß es gerade nicht. Nee, Final Lap, also eine Runde gibt es noch. Ja, wir sind jetzt in der letzten Runde. Carsten Filmer gerade eingegangen, Mercedes Arena. Meischein hat jetzt abreißen lassen müssen, aber Thorsten Silberbord, der fährt sich so langsam ran an Frick.
Ja, und Silberbord guckt jetzt an, der fährt nochmal ran. Also Carsten Vollmer vorne ist mit Sicherheit abgehakt. Und da hier wird es auch nochmal eng. Jungblut, da vorne Pöscher und im Hintergrund Marcel Meyer. Aber hier ist momentan so noch das engste Maischein. 2 Sekunden zurückgefallen. Vorne Vollmer geht in die letzte Kurve. Der gewinnt auch heute den zweiten Lauf. Aber hier ist jetzt noch gar nichts sicher. Frick weiß nicht so wirklich, wie er sich verteidigen soll. Macht es eigentlich genau wie die anderen. Allerdings hat er gerade eben das Paradebeispiel gegeben, dass man auch auf der Außenbahn auf der Bremse überholen kann. Jetzt vielleicht den Crisscross machen von... Macht dann! Noch einmal die Innenbahn dicht machen. Nein, macht dann nicht. Guckt auf der Außenbahn, dass er da vielleicht mehr Schwung mitnehmen kann. Carsten Vollmer hat das zweite Rennen auch gewonnen, ist über Start und Ziel. Michael Herrmann wird Zweiter im Hintergrund. Puh! Daniel Frick überlebt den dritten Platz. Thorsten Silberbord hat keinen Weg mehr dran vorbeigefunden. Philipp Maischein auf der 5. Michael Lorenz wird 6. Florian Büscher, Fabian Jungblut auf der 7 und 8. Marcel Meyer dahinter doch dann noch mit einem Fehler gewesen. Auf der 9. Der startet dann vor der Pole. Fabian Jungblut diesmal aus der ersten Reihe unterwegs. Sascha Langenberger, ja, der kommt wieder auf die 10. Noch nicht so das Glück gehabt in den Rennen bisher, wie vielleicht gewünscht. Und Michael Bürst ist auf der 11. Ins Ziel kommen jetzt. Wir hatten 2 Ausfälle zu verzeichnen. Das waren einmal Wolf-Dietrich Schutt und Jens Jakob. Und wir sehen jetzt gerade nochmal hier das Ergebnis vom zweiten Lauf. Carsten Vollmer nicht nur die schnellste Rennrunde mit einer 1:23.444, sondern auch wieder mit dem Sieg im zweiten Lauf. Michael Herrmann dahinter mit knapp 16 Sekunden Rückstand. Dann mit einem kleineren Abstand Daniel Frick, der direkt gefolgt von Thorsten Silberbord. Also wir haben es ja gerade noch kurz gesehen. Da war es nochmal richtig eng um die beiden. Philipp Maischein, der war auch lange Zeit mit in dem vorderen beiden Pulk von Frick und Silberbord mit dabei, hat aber abreißen lassen müssen. Dahinter Michael Lorenz, Florian Büscher, Fabian Jungblut auf der 8, Marcel Meyer auf der 9, Sascha Langenberger befindet sich auf der 10, sowie Michael Bürst auf der 11. Wolf-Dietrich Schotte auf der 12, Jens Jakob auf der 13. Die letzten beiden sind schon relativ früh nach einem Unfall ausgefallen am Anfang. Wird spannend zu sehen sein, wie die sich im dritten Rennen durchkämpfen. Ich würde sagen, Patrick, wir geben kurz ab in eine Werbung, sehen dann gleich den letzten Lauf im heutigen Jahr zum letzten Rennen in der Saison, zum Abschluss. Ja, hallo, liebe Motorsportfreunde. Würde auch gerne eine Runde mit auf die Nordschleife nehmen. In einen R8 hier mit iRacing. Das ist für mich das Beste, was auf dem Markt ist, in Alpsim Racing. Also, lege mal los. Ich gebe mein Bestes, dass ich auf das Fahrzeug bleibe und ihr genießt die Tour. Wie man immer sagt, jetzt kommt der langweilige Teil. Wir bremsen hier den normalen GP-Strick an. Erste Kurve ist sehr eng. Ist jetzt schon die Kurve. Super. Mercedes Arena relativ flüssig. Die Autos sind nicht so richtig für diese Streckenabteilung abgestimmt. Deswegen kämpft man immer irgendwie mit Untersteuern oder Übersteuern. Aber ja, das ist wie man als Team und als Fahrer intern nicht einigt werden. Ja, wir fahren hier die WLN-Variante, Kurzanbindung. Dann geht es wieder hier zurück. Zwei schöne Kurven finde ich auch sehr wichtig, die letzte hier, weil es halt lange bergunter geht, Vollgas. Muss vielleicht ein bisschen üben, die Apex zu treffen. Ja, wieder die schnelle NGK-Schikane. Und dann, los geht's. Nordschleife ist für mich sehr interessant, weil es ein
Kombination von schnelle und langsame Kurven ist. Hast jetzt sehr schnelle Kurven hier, das ist Mutkurven, dann plötzlich kommt hier sehr langsame Kurven und da musst du dich sehr anstrengend da nicht das Auto zu überfahren und irgendwie Fehler zu machen. Sonst kommt immer so zweite, dritte Gang hier, Geschlängel. Fahren wir jetzt auf eine lange, lange Gerade. Mittlerweile fast als ja eine lange Gerade jetzt mit den neuen GT3 Autos, die mittlerweile so viel Aerodynamik haben. Hier einfach kurz Luft und dann wieder voll drauf. Das ist jetzt hier alles eine lange Gerade, also einfach Vollgas, hoffen, dass du gut mit dem Verkehr triffst, weil die Strecke ist nicht sehr breit. Komm jetzt hier an, einfach schnell rein, sehr viel Grip hier, schnell Vollgas. Oh, Gang zu weit runter. Wieder langsame Kurve und jetzt wieder schnelle Teil. Fuchshöhe runter, immer sehr beliebt. Das ist ein geraden Weg, um einfach den Strecke am kurzen zu machen. Geile Kompression hier. Bist du sofort irgendwie 10 cm kleiner. Und dann wieder hier schnelle Teil auf langsame Teil. Immer sehr schwierig, das mental irgendwie in das Kopf reinzukriegen, dass man nicht das Auto überfahren muss und darf. Wieder kleine Gerade. Wieder eine sehr schnelle Mutkurve, sehr interessant und dann wieder langsame Kurve. Kommt hier ein paar blinde Ecken, auch sehr schön, mit alles dazu, sehr anspruchsvoll. Hier auch eine sehr interessante Kurve. Ja, dreifach rechts und jetzt langsame langsamste Stelle an der Strecke. Hier sieht man wieder sehr viele Unfälle, weil wieder davor sehr schnell gefahren ist und dann plötzlich kommt man so an der ersten Gangkurve. Kommt viele mit nicht mehr klar. Hier immer schön als Fahrer vorbeizufahren, immer viele Zuschauer über die bekannte Brücke hier. Sehr schwierige blinde Rechtskurve. Schönen Höhenunterschied. Berühmte Launa-Kurve jetzt. Eigentlich keine Kurve für die Autos heutzutage. Jetzt wohl fast die wichtigste Kurve der ganzen Strecke. Bergwerk. Jetzt Gas. Kompression innen ausnutzen. Was ich natürlich gerade nicht gemacht habe. Ja, sonst hier kannst du ein bisschen durchatmen. Seitdem dein Puls immer auf 200 war bevor, kannst du hier ein bisschen ausatmen. Aber was man hört, ist, dass das Auto sehr angestrengt ist, einfach weil es so viel hoch geht. Also das Auto zieht sich kaum da hoch. Wieder Mutkurve. Sehr, sehr cool. Interessante blinde Ecke jetzt. Jetzt wieder. Hier siehst du auch sehr viele Unfälle. Nach schnellen Teil kommt so eine ganz, ganz langsame Ecke. Lang, lang, lang. Fällt ein bisschen nach außen. Jetzt berühmte Karussell, fährst einfach gerade rein, bist du schön das Auto, alles Aufhängung, wie das sich das arbeitet und so weiter. Jetzt kommt hier kommt eigentlich meine Lieblingsstelle von der Strecke, Abfuhr 8 und dann einfach runter nach München hier, sehr anspruchsvoll, sehr schnell. Mit den GT3-Autos ist einfach das geilste Gefühl, was du hast hier. Muss rein, schnell bremsen, wieder voll drauf, über die Curbs, ganze Strecke ausnutzen. Einfach ein geiles Gefühl. Und als Fahrer jetzt hier viele Zuschauer zuwinken. Aber hier geht dein Puls wieder sehr, sehr hoch, weil es halt sehr anstrengend ist, mental und einfach von der Physik her immer Gasbremse, Gasbremse, Gang runter, hoch, runter. Ja, sonst Pflanzgarten 1, Sprunghügel
auch sehr, sehr schnell heutzutage in den drei Autos. Kurz lüften, einfach voll drauf, wieder kurz lüften. Großer Sprunghügel jetzt, das ist alles voll heutzutage, alles voll. Macht man manchmal fast die Augen zu, weil da will man nicht gerne irgendwie ein Abenteuer im Wald haben. Hier wieder sehr schnelle Kurve. Für die beiden wieder eine schnelle Kurve, ein bisschen langsamer fällt, ein bisschen nach außen. Kleinen Karussell. Bringen wir eigentlich ganz schnell raus. Ja, und dann wieder sehr wichtige Kurve. Hier ist unheimlich viel Grip, also glaubt man kaum, immer früh rein, Kompression ausnutzen. Ja, und dann wieder durchatmen. Die Brücke hier benutzt man also eigentlich immer an den Team zu funken. Das kann alles sein, Sprit, wie das aus sich anfühlt. Sonst einfach durchatmen, ein bisschen an den Tacho gucken, wie es denn mal fährt. Immer interessant hier. Ja, sonst hoffe ich, dass die Runde euch gefallen hat. War nicht so schön von mir, aber ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei und macht es noch besser. Wie gesagt, iRacing ist die einzige Plattform, die ich als Fahrer benutze, weil es eigentlich für mich nur in Frage kommt, weil es Physik und die Strecken ist einfach am nächsten zu was wir als Fahrer erleben. Danke fürs Mitschauen und ja, hoffe, wir sehen uns. Ciao. Ja, da sind wir auch wieder zum letzten Lauf in der Saison am heutigen Abend, auch wieder vom Nürburgring unverändert, und wir befinden uns jetzt knapp noch 4 Minuten lang im Warm-up. Nochmal letzte Möglichkeit, wieder die Fahrer ein, zwei Dinge vielleicht nochmal auszuprobieren. Sascha Langenberger jetzt mit der schnellsten Runde gerade unterboten wurde, die von Florian Büscher. Aber auch wieder sehr, sehr eng beieinander, aber ich glaube, da geht es noch deutlich schneller werden. Ja, und das sehen wir auch hier von Thorsten Silberbord und Michael Hermann. Ja, der Thorsten, Patrick, der hatte ja gerade noch die Chance auf Platz 3, aber der Frick hat sich da äußerst gut angestellt, während jetzt hier der Thorsten mal eben einen kleinen Dreher hinlegt. Und jetzt gucken muss, dass er da wieder ohne den Verkehr zu behindern auf die Strecke zurückkommt. Geht allerdings auch jetzt wieder schon direkt dadurch in die Box. Ja, jetzt, ich glaube, das letzte Rennen dieser Saison wird so ein bisschen so. Es scheint aber relativ kalt zu sein auf dem Track. Hier steht schönes Radchen hoch. Na gut, sehr uneben die Stelle. Ich kenne mich sogar sehr gut auf der Stelle genau aus. Ich habe mich damals mit meinem echten Auto genau an der gleichen Stelle getreten, habe genauso gestanden wie er da. Und ich kann euch sagen, da ist es sehr hubelig. Ne? Da steht auch mal ein Rädchen vom normalen Auto hoch. Aber gut, tut jetzt hier nichts zur Sache. Ich habe gerade gar nicht mehr das Endergebnis noch im Kopf. Ja, gut, Carsten Filmer wieder von Platz 9 nach vorne. Ich glaube, Sascha Langenberger war wieder 10. Ist das richtig, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe? Ja, Sascha Langenberg ist wieder nur auf die 10 vorgekommen. Hatte allerdings auch das Pech mit einem kaputten Auto. Wird natürlich dann interessant zu sehen sein, ob es für ihn am Ende reichen wird. Vielleicht hat er jetzt ja das Glück und schafft ein gutes Ergebnis einzufahren. Wir werden es sehen in knapp 2 Minuten 15 Sekunden. Bis zum Start, und ja, also diese Saison neigt sich immer mehr dem Ende hinzu, und das wird dann nochmal spannend zu sehen sein. Im letzten Rennen, wo es dann quasi ja, so gut wie nichts um nichts mehr geht, vielleicht noch ein, zwei Positionen für sich selber zu verbessern, aber die Saison, die ist jetzt mittlerweile das so wie der letzte Schultag, wenn du deine Abschlussprüfung hast, kriegst dein Zeugnis noch am Abend und dann denkst du auch so, ja gut. Kommt eh nichts mehr bei rum, also lohnt sich eigentlich auch nicht mehr, da irgendwie großartig was zu starten, aber wir können gespannt sein, ob sich das dann so bewahrheitet oder ob wir dann wie im letzten Rennen dann doch noch ein oder zwei Gruppen sehen werden, wo es dann eng wird zwischen den Fahrern. Ist auch die Frage, wie die Verträge für nächstes Jahr schon geschlossen sind, ob da schon irgendwas fahrerpaarungstechnisch
steht. Ich weiß auf jeden Fall, wer schon die Kommentatoren sein sollen. Das werden Alex und ich natürlich wieder machen. Es wird gar keine anderen geben bei der DSFM. Ich werde auch, ich sag ja vorhin, ich finde das ein bisschen schade, weil die Winterpause ist halt, wenn wir schon im echten Motorsport nicht so viel zu sehen haben, okay, ein bisschen WRC, vielleicht ein bisschen NASCAR, aber auch nicht jeder kann sich das angucken, dann fängt jetzt im Januar erst die Saison wieder an. Da bist du eigentlich froh, wenn Simracing technisch ein bisschen was los ist. Es gibt ja diverse Rennen, glaube ich, am 22.12. haben wir auch noch mit Race Reunion zusammen ein Rennen. Und dann geht es, glaube ich, ab Januar auch schon direkt weiter mit den ganzen Standardserien, die wir haben. DSTM, DSFM, VVLN, vielleicht ein bisschen später. Ach, hey, oh, war aber auch hart über den Körper hier. Ist schon ein bisschen ein lachendes, ein weinendes Auge. Weil quasi jetzt gleich in 25 Minuten der Spök ist vorbei ist für dieses Jahr erstmal. Ich weiß nicht, DSTM bin ich jetzt gar nicht mehr im Bilde. War letztes Wochenende Finale oder ist er nächste Wochenende Finale? Ich weiß, glaube ich, gar nicht. Nee, nächste Woche wäre ja dann quasi am ersten Weihnachtstag. Ich glaube, da haben die Jungs keine Lust zu fahren. Also Finale der DSM ist ja schon hinter uns gewesen. Jetzt, wie du sagtest, kommt am Freitag noch das 6-Stunden-Event von Race Union, das Xmas Race in Interlagos. Mit den GT3-Fahrzeugen werden wir jetzt auch gleich mit dem Warm-Up fertig sind. Aber das war es dann auch schon so erstmal von der SRD-Seite aus für dieses Jahr. Und ja, das Rennen geht jetzt dann auch gleich los. Wir haben jetzt knapp 50 Sekunden Zeit bis zum Rennstart wieder. Das wird nochmal spannend werden, glaube ich, tatsächlich. Also Carsten Filmer von der 9, das ist ja immer so ein Ding, wo du denkst, ja, das kann ja eigentlich nur nach vorne gehen. Aber wir hatten ja auch in der Saison gesehen, dass es da dann doch das ein oder andere Problem geben könnte für die Fahrer. Da hast du auf jeden Fall recht. Jetzt haben wir hier das gesamte Feld. Das erste Mal, genau, noch eine kleine Information, bevor der Rennstart. Oder ich gehe da nachher drauf ein. Wir machen erstmal das Rennen jetzt hier. In Führung Fabian Jungblut startet von der Paul, Florian Bischer dahinter. Michael Lorenz macht das Starterfeld der ersten drei Plätze komplett. Ja, Fabian Jungblut kommt gut weg. Jungblut kommt gut weg. Aber im Hintergrund Bischer wieder mit dem Problem. Da kommt Lorenz gut. Filmer guckt sie an. Der fährt schon auf die 5 vor. Da wird es sehr eng zwischen den Jungs. Und da dreht sich fast Meischer ein. Der dreht sich sogar ein. Da gibt es halt den Kontakt. Kommt da jeder durch, Maischein. Da haben sie alle Glück vorne. Da wurde es noch mal ein bisschen eng zwischen den beiden. Da hat sich noch mal der Florian auch halten können gegenüber Michael. Und Jungblut hat da jetzt Glück gehabt und ist super durchgekommen. Filme auf der 4. Hermann Silbert auf der 5, 6 und 7. Ist noch der Jens Jakob. Dahinter folgt schon Daniel Frick. Und hier Wolf-Dietrich Schoto, Michael Bürs. Gegen Philipp Maischein, genau. Im Duell und ja, Silberbord probiert sich jetzt an Jakob vorbeizufahren, hat allerdings keine gute Möglichkeit, da wirklich einen Angriff setzen zu können. Wenn jetzt hier der Angriff kommt, wird durch die Garde, oh, da macht er aber die Tür zu, muss er hart in die Bremse gehen, der Michael Lorenz. Florian Bischer schön die Linie zugemacht, während von hinten Carsten Filmer, das ist doch, ey, der kommt da schon wieder an. Da hinten gibt es einen riesen Crash, zwei, drei Fahrzeuge involviert. Vielleicht können wir da zurückspulen. Wolf-Dietrich Schoto, die Ecke da hinten, ja. Ja, da sind die Streithände. Hier sehen wir, der Thorsten Silberbord hat anscheinend am meisten darunter gelitten. Ja, da gab es den Kontakt mit Daniel Frick. Also, Daniel Frick auf der Bremse. Ja, Glück gehabt und dann, ja, Tag hinten drauf und dann vorbei. Kann der ja nichts machen. Da gab es noch den Kontakt mit Sascha Langberger wieder. Genau. Also, ja. Der Sascha hier echt im Pech und der... Wieder gedreht, das war aber so. Da hat er dem Fahrer von Piranha Sim Racing, Michael Bürst, ich sag mal so, ordentlich das Rennen verkorkst, versalzen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das sah echt hart aus. Da ist halt auch eine schwierige Situation. Die kommen dann mit über 200 Klamotten angeschossen, wenn wir hier sehen. Aus der Perspektive von Michael Herrmann, vor allem die zwei Streiter, Florian Bischer, Michael Lorenz, aber da ist nichts passiert. Da bleibt es noch erstmal so. Während wir vorne sehen, Carsten Filmer an den anderen beiden auch schon still und heimlich vorbeigeschoben. Jetzt schon auf der 2 und Angriff Fabian Jungblut. Hier die ersten beiden
vorne schon wieder zusammen der Meisterschaft. Wer wir hier sehen, noch Fabian Jungblut, ich denke mal, ich bin mal vorsichtig und sag mal noch vorne. Ne? Ah, Sascha Langenberger, schade, er hat kein guter Auftakt, möchte ich mal so sagen. Wenn sie, und die nächsten zwei, die Innennasche. Jetzt geht's aber richtig hier ab. Hier die zwei wieder direkt hinter Michael Lorenz. Und dann Kollision ineinander. Okay, das ist ein Bug. Das hat nichts mit Pirouetten drehen. Das war aber eine B-Note von A+. 10,0. Wollte reinstechen und dann waren sie sich nicht einig. Und dann, das ist leider ein Bug vom Spiel. Das müssen wir entschuldigen. Dafür können wir auch nichts. Ja, da steht er in der Box. Das war's dann für Sascha Langenberger, hat auch schon abgestellt. Das, wow, sehr chaotische ersten zwei Runden hier am Nürburgring mit den Fahrzeugen. Wow, also ne, letztes Rennen, alle wollten es nochmal wissen. Die Meisterschaft ist quasi fertig, sage ich jetzt mal. Wow, krasse Action. Ja, also, da haben sich zwei doch gute Positionen verabschiedet. Eben durch diese Kollision jetzt untereinander und ja, dadurch ist jetzt auch eben der Weg frei wieder für Philipp Maischein. Der ist wieder auf die 7 dadurch vorgekommen, hängt jetzt relativ knapp innerhalb von einer Sekunde hinter Marcel Meyer fest. Fabian Jungblut, der kriegt immer mehr Druck von Carsten Filmer, also ich denke, da wird Fabian, wenn er deine Schlagdistanz ist, der Carsten so relativ, sag ich mal, ein bisschen gegenhalten, aber nicht mehr als nötig, sag ich mal. Und ja, da könnte Carsten dann auch wieder einen Hattrick machen am heutigen Abend zum Saisonabschluss für ihn. Und neben der Meisterschaft dann auch nochmal ein Dreifachsieg. Das wäre es natürlich ein Traumergebnis, sich aus der DSFM zu verabschieden. Erstmal in die Winterpause. Ja, aber noch ist das Rennen nicht vorbei. Das weiß ich ganz genau, ne? To finish first, you have to finish first, ne? Phrasenschwein ist mal heute wieder prall gefüllt. Noch ist er nicht im Ziel. Wir sehen hier, Michael Herrmann hatte wohl auch einen Dreher, ja. Ich habe es vorhin ganz am Anfang, vor dem ersten Rennen gesagt, die Kurve, da hat es in sich. Du darfst da nicht so weit innen fahren. Und jetzt sind die natürlich hier, das würde ihn natürlich jetzt nerven, dass er hier wieder im Kampf ist. Ja? Zwei unterschiedliche Linien, Daniel Frick relativ locker dran vorbei, ne? Das habe ich auch vorhin gesagt, Mercedes Arena hier von verschiedenen Linien geprägt und danach ist relativ eindeutig, wo man zu fahren hat, aber in der Mercedes Arena kannst du verschiedene Richtungen fahren, Linien fahren, wie du dich halt dann selber orientieren kannst für die nächsten Kurven. Ja, jetzt kommt auch der Angriff in dem Moment eventuell von Carsten Filmer, nein, zieht nochmal da zurück. Mit hier im Hintergrund auch Frick im Druckgerät von Herrmann, aber vorne, da geht es um die Führung, genau in dem Moment, wo wir zurückschalten, Chat Carsten Film auch aus neben Fabian Jungblut und geht damit wahrscheinlich vorbei. Ja, Fabian lässt da, sag ich mal, wenn er halt da ist, ist er halt da, aber macht halt nicht mehr als nötig. Und aktuell in der Box auch Thorsten Silberbord jetzt. Da scheint es wohl doch das ein oder andere größere Problem zu geben. Jetzt hier bildet sich so langsam wieder eine Dreiergruppe zwischen Herrmann, Maischein und Frick. Wird interessant zu sehen sein, wie Maischein sich da verhält, ob er das Auto auch über die Distanz beziehungsweise vor allem Richtung Rennende noch auf der gleichen Pace bewegen kann, in der er sich aktuell befindet, weil die ist auf jeden Fall so gut, dass er auf den Vordermann bzw. auf die beiden Vordermänner aufholt. Im letzten Rennen war es ja immer so, da hatte er dann ja ein, zwei kleine Fehler, die ihn dann doch mehr Zeit gekostet haben und wo er durch zurückgefallen ist anschließend. Ist hier doch kein relativ großer Zusammenschluss auf der Strecke, trotz Windschatten für die beiden hinteren Fahrer. Maischein spät auf der Bremse, zieht aber nochmal zurück und gibt somit wieder die Positionskampfmöglichkeit ab. Ja, also dem Frick wird es natürlich jetzt freuen, wenn die zwei sich da hinten bekriegen. Der könnte natürlich jetzt dadurch dann profitieren und gleich hinzu könnte Marcel Meyer natürlich hinten wieder mit aufschließen. Also hat alles seine Pro, seine Vor- und seine Nachteile.
so ein Zweikampf und ja, Hermann, der verbremst sich doch schon häufiger aktuell. Also der scheint wohl ein bisschen über den Limit immer unterwegs zu sein und schafft es nicht wirklich so in seinen Rhythmus reinzufinden. Was manchmal auch echt schwierig ist, weil wenn du dann die Strecke verlässt, dann denkst du im Hinterkopf auch noch letztes Rennen, dann hast du einen Philipp Maischein im Nacken, dann hast du einen Daniel Frick vor dir, da hast du dann so viele Sachen, die einfach mit damit reinkommen und du willst attackieren, wirst attackiert, dann verlässt du die Strecke ein bisschen, hast dich, die Karre ist vielleicht ein bisschen voll mit Dreck, die Reifen sind verschmutzt, die Reifen kühlen ab, was ist hier los? Fabian Jungblut ist wieder an Carsten Filmer vorbei. Was ist da passiert? In der Tat, das ist... Ja, da gab es einen Slowdown. Carsten Filmer. Oder er hat Langeweile. Kann natürlich auch sein. Ja, kann auch sein. Wir wissen es nicht genau. Hier jetzt Philipp Maischein ist dran an Michael Herrmann. Da kommt auch der Angriff auf der Stadt- und Zielgeraden. Maischein geht erstmal vorbei, also. Oh, und Frick da vorne mit einem kleinen Fahrfehler. Das könnte auch nochmal spannend werden, wenn Carsten Filmer wieder ganz vorne im Nacken von Fabian sitzt. Also, auch wenn wir jetzt knapp Rennhalbzeit haben und Carsten immer so der Favorit ist, der Fabian schlägt sich doch noch wacker gegen ihn. Und. Oh, spätes Manöver, da gibt es sogar den Kontakt und die berühren sich und schießen sich fast gegenseitig ab. Die haben 11 Sekunden gerettet, Vorsprung und schmeißen beides weg. Nochmal gerettet, ey. Das gehört auch zum Fahrer dazu. Auch wenn du mal hinten einen auf die Achse kriegst, das Ding im Unterhalt. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob die Fahrzeuge jetzt beschädigt sind. Vor allem Jungblut kennt sich ja die Saison mit krummen oder komplett fehlenden Flügeln aus. Da scheint aber nichts am Fahrzeug zu sein. Die Fahrzeuge scheinen noch so weit in Ordnung zu sein. Einzig der Zeitverlust war jetzt dadurch eben gegeben. 4 Maischein setzt aber auch schon zur Attacke Richtung Daniel Frick und Frick scheint irgendwie ein Problem zu haben. Der ist langsam auf der Geraden. Da kommt Maischein mit viel Überschuss an. Und da reicht für ihn noch nicht. Carsten Filmer vorhin den Gegner hat ein bisschen abreißen lassen müssen. Ist jetzt eventuell sogar bei ihm das Auto beschädigt. Das war natürlich sehr, sehr bitter. Wenn die beiden jetzt davon einen Schaden getragen hätten. Ja, Maischein hier. Er kommt einmal wieder ran. Auch Michael Herrmann, der kommt immer wieder ran. Scheint so, als ob die beiden doch in der Phase des Rennens, so knapp 9 Minuten vor Schluss, bessere Pace fahren können. Als Frick, der macht hier auch den Fehler. Maischein versucht das auszunutzen. Frick verliert da fast das Auto und dann wird es zu eng und dann dreht sich Maischein durch den Kontakt mit Frick. Da wird es zu eng zwischen den beiden und dann gibt es da den Kontakt für... Eieiei. Und dann gibt es fast hier nochmal den Kontakt zwischen Meier und Maischein, weil Meier da den kleinen Korrigierer hatte in der Kurve und dadurch fast da noch Maischein wieder reingerutscht ist. Aber jetzt erstmal Herrmann hat davon profitiert, der ist auf der 4. Frick konnte da dann noch profitieren. Maischein setzt jetzt hier zum Angriff auf. Meier geht vorbei. Somit haben wir die Reihenfolge erstmal grob wieder hergestellt. Allerdings hat Maischein jetzt da das große Pech losgezogen durch den Kontakt eben. Hier überschlagen sich ja gerade die Ereignisse nebenbei. Das ist krass, was hier abgeht. Finde ich richtig geil. Carsten Filmer ist hier direkt. Er hat ein bisschen geleckt gerade. Okay. Vielleicht lag es am Stream oder am iRacing selber gerade. Der macht ihm aber echt das Leben schwer, der Fabian. Gut,
Ob er das noch 7 Minuten halten kann, ist natürlich fraglich. Das wird auch ein hartes Stück Arbeit. Jetzt sehen wir auch hinten, wie du gerade sagst, die Abstände haben sich ein bisschen eingependelt, außer zwischen 6 und 7, Verzeihung, Maischein und Marcel Meyer sind auch sehr, sehr nah beieinander. Aber hier die zwei, das ist jetzt mega geile Ansicht. Jetzt guck mal hier aus dem Überrollbügel von oben herab auf das Fahrzeug von Fabian Jungblut. Der will jetzt hier wenigstens einen Sieg noch einholen. Oh, da hat er aber ein starkes Überschein, hat mal kurz ein Leck im Bild, Verzeihung dafür. Jetzt hier mit Cesar Rena sehr flüssig fahren. Oh, hartes Übersteuern auf die. Muss auch aufpassen, dass du auf diesem Teppich da nicht ausrutschst. Der fährt, der will jetzt endlich dran vorbei. Der hat keine Lust mehr. Der hat jetzt wohl den Slowdown bekommen, hat sich damit quasi selber die Führung wieder weggenommen. Aber der Fabian Jungblut ist, wie gesagt, kein langsamer. Ne? Die beiden kennen sich auch schon die ganze Saison über. Hier sieht man aber auch, wie Fabian Jungblut eine krasse Kampflinie teilweise fährt. Da auch leichtes Übersteuern beim Fabian. Carsten Filmer jetzt hier richtige Apex suchen. Links beim Körper dann auch wieder leichtes Übersteuern von Fabian. Und jetzt an den Windschatten ransaugen. 212, 220 km/h. Ja, da geht da auch schon mal der Tacho auf 230 hoch. Ja, 230 und dann. Und jetzt hier links in die Vedolschikane. Eieieiei, Jungs. Ja, das war. Und dann kommt der Fabian ein bisschen schlechter raus. Und dann nächste Kurve, Rechtskurve. Aber da muss der Fabian leider einstecken. Und Carsten Filmer hat sich so seinen Gegner zurechtgelegt und abgefrühstückt. Aber der Drops ist noch nicht gelutscht. Ich bringe den Spruch immer wieder gern. Nächste Kurve, erste Kurve, Spitzkehre, viel Windschatten. Fabian setzt im Überholvorgang ein, hat den kürzeren Weg. Jetzt kommt natürlich auch drauf an, wer sich wie verbremst oder bremst. Ja, jetzt ist er erstmal wieder vorbei. Die machen ja richtig geile Show, Jungs. Zum letzten Lauf, 5 Minuten und 30 Sekunden vor Abpfiff, Abwinken, was auch immer. Ende der Saison hier, die zwei noch richtig am Fighten. Die haben jetzt richtig beiden Spaß. Ich denke, wir sind noch beide am Durchatmen und am Pusten und am Schwitzen, Blut und Schweiß hier am Fighten, richtig geil. Dahinter wird es relativ langweilig, möchte ich jetzt mal sagen. Jens Jakob läuft ein bisschen auf. Michael Herrmann hat, glaube ich, Jens Jakob überholt, wenn ich das richtig sehe. Ja, Michael Herrmann hat die Position gut machen können gegenüber Jens Jakob. Da war wohl der Fehler von Jens Jakob, weil er hat auf einmal so viel Zeit verloren. Die letzte Runde war auch eine 1:27.3 im Vergleich zu einer 1:24.7. Und dadurch, ja, Michael Herrmann jetzt wieder mit einem Chance auf ein Podestergebnis. Allerdings eine Sekunde beträgter Abstand, wenn jetzt Filmer wieder hier den Angriff setzt gegenüber Jungblut, aber diesmal deutlicher, klarer. Geht nicht zu zweit durch die Schikane. Kann Jungblut jetzt eventuell wieder einen Angriff setzen oder lässt er ihn wieder vorbei? Ah, sieht nicht so aus. Also Jungblut kommt da dran. Aber deutlich zu weit weg. Filmer behauptet sich erstmal vorne, verbremst sich allerdings leicht. Dadurch kommt Jungblut wieder ran. Bringt er etwa Fabian, den Mann der Serie, hier ein bisschen ins Schwitzen? Scheint so momentan erstmal den Eindruck zu machen. Und das ist auch gut so. Das wollen wir ja, das wollen die Leute sehen, das wollen wir sehen. So macht es uns Spaß. Hier sehen wir auch wieder leicht stehendes Rad. Der Carsten hat auch schon mal in einem Interview gesagt, nach einem Rennen, dass er auch zwischen den Rennen, also in den Pausen, das Setup auch mal umstellt. Also dass er auch verschiedene Setups fährt, je nachdem, was in der Temperatur ist. Vielleicht hat er sich irgendwo verschätzt. Der stellt ja auch den Flügel komplett anders. Sollte man es ja auch machen. Das macht vielleicht nicht jeder. Also ich hätte zum Beispiel nicht so viel Peil davon, da drei verschiedene Setups, je nach Position schnell noch irgendwie rauszuschustern. Und na, man kann sich auch vertun. Deswegen, wenn wir mal gucken, wie Lauf 1 war, Abstand, Lauf 2, wie der Abstand war, trotz Durchbuddeln. Und jetzt hier 3 Minuten vor Schluss erst, sagen wir so, die einigermaßen, ja nicht mal das, der ist ja immer noch keine Sekunde weg. Der war auch vorhin 2 Sekunden weg, musste trotzdem wieder abgeben. Ne? Wie gesagt, ein Carsten Filmer macht auch Fehler. Und das Rennen ist noch nicht vorbei. Ich bin mal gespannt, was sich bei den beiden noch ergibt. Wenn wir jetzt sehen, dass Jens Jakob wieder ein bisschen näher rankommt an. Naja, ne, eigentlich gar nicht. Ne, das bleibt eigentlich relativ konstant. Überall bleibt es relativ gleich. Nur, ja genau, Michael Lorenz, Michael Bürst und Sascha Langenberger sind, wie gesagt, raus. Platz 10 macht Thorsten Silberbord voll. Und hier die 2. Da bin ich gespannt. Vielleicht passiert da noch was.
Jetzt sehen wir auch hier, Carsten Füllmer kann sich jetzt in der halben Runde schon 1,5 Sekunden absetzen. Fabian Jungblut gibt aber, wie gesagt, nicht auf, bleibt dran. Und das sind wichtige Punkte. Ich bin mal auf das Endergebnis gespannt. Ich glaube, den zweiten Platz kann er sich gar nicht mehr nehmen lassen. Gunnar Miesen ist heute auch nicht am Start. Ja, Michael Herrmann macht so den dritten Platz voll. Momentaner Stand. So wie es aussieht, gibt es noch zwei Runden. Die gehen jetzt in Runde 14. Wir sind bis jetzt beides mal 15 Runden gefahren. Wir haben noch eine Minute 44. Genau, einmal kommt es noch drüber. Und dann jetzt die letzten zwei Runden der Saison 2017-2, der zweiten Jahreshälfte. Wir machen ja einmal pro Halbjahr eine Saison, also zwei Saisons im Jahr. Das ist jetzt das letzte Rennen. Mein rechtes Auge ist schon ein bisschen am Knatschen. Wird ein bisschen leer jetzt die nächsten Tage. Wie ich sehe auch gerade Thorsten Silberbord. Ah ne, der war einmal in der Box. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Wir bleiben jetzt hier bis noch am Führenden, weil er hat es einfach verdient. Er hat die Saison und die Vorsaison einfach dominiert. Er hat das ganze Jahr dominiert und er hat es jetzt einfach mal verdient, zwei Runden lang einfach mal fast durchgehend mit dem Bild zu bleiben. Er hat sich einfach diese Ehre einfach nur erfahren. Er hat gezeigt, dass er es auf dem Kasten hat. Er hat gezeigt, dass er auch aus widrigen Situationen einen fantastischen, überragenden Sieg einfahren kann. Ich weiß noch, vor 4 Wochen, als ich das letzte Mal hier war, vor 2 Wochen konnte ich leider nicht. In Indianapolis habe ich leider nicht viel mitbekommen. Hat er einmal Pech gehabt, wo sie sich gegenseitig abgeräumt haben. Da hat er gesagt, okay, scheiß drauf, Karre abstellen, reicht für heute. Aber hier wieder mal souveränes Wochenende. Hier sehen wir noch einmal, oder vorletztes Mal, durch die Vedolschikane, durch die letzte Kurve nochmal Einfahrt zur letzten Runde. Die letzten 3,paar zerquetschten Kilometer auf dieser wunderschönen Strecke, muss man einfach nochmal dazu sagen. Wir alle kennen sie, den Nürburgring. Meine Heimat und Heimat vieler anderer Racer. Wir sehen hier dunkle Temperaturen, kalte Temperaturen, dunkle Wolken am Himmel. Ich denke mal, die Fahrer sind auch froh, wenn es in die Winterpause geht. Jetzt ist die Zeit offiziell abgelaufen. Finale Runde, Final Lap wird eingeblendet. Es geht jetzt in die letzten Kilometer hier noch einmal durch die Mercedes Arena. Ah, ist das schön. Er hat es einfach verdient. Dahinter, muss man einfach sagen, ist relativ ruhig. Zwischen 3, 4 und 5 sind jeweils 1,2 bis 1,6 Sekunden. Kurzanbindung ist letztens nochmal durchgefahren. Hier die schnellen links, rechts, so hart über den Körb, aber er ist einfach sein Fahrzeug zu kontrollieren. Wir sehen einfach hier, wie souverän dieser Fahrer ist, wie souverän Carsten Füllmer ist. Ich wäre mal echt interessant, wie sich mittlerweile Martin Krünke und Carsten Füllmer sich hier in der Saison geschlagen hätten. Das wäre echt interessant gewesen. Das letzte Mal durch die Vedolschikane, einmal 90 Grad links, einmal 90 Grad rechts rüber geschmissen. Anfahrt, letzte Kurve. Das letzte Mal eine Kurve fahren in dieser Saison. DSFM 2017, Teil 2. Anfahrt, Start und Ziel. Ein souveräner, überlegener Fahrer, Carsten Füllmer, holt sich damit den Sieg hier. Lässt er nochmal schön 360 stehen, sauber. Fabian Jungblut wird Zweiter. Super gefahren, hat sich hart dagegen gekämpft, hart dagegen gehalten. Jetzt sehen wir hier Michael Herrmann zu seiner letzten Kurve. Macht das Podium komplett, wenn er es jetzt nicht noch wegschmeißt. Nein, es sieht nicht so aus, sieht souverän aus. Sein Teamkollege Jens Jakob dahinter. Ist das sein Teamkollege? Nein. Doch, Jens Jakob ist dahinter, Daniel Frick, genau, auf der 5. Philipp Meischein geht als 6er übers Ziel. Marcel Meyer geht gerade aus der Coca-Cola-Kurve hinaus. Wird 7er, 8er geht, wird da Florian Buschan, 9er Wolf Dietrich Horoto. Und wer noch anschließend kommt, ist Thorsten Silberbord nach seinem, ja, nach seinem Unfall dort eben hier in der Kurve. Ja gut, das Rennen vorbei. Filmer hat den Hattrick perfekt gemacht, hat die Meisterschaft gewonnen. Was will man mehr? Fabian Jungblut wird Zweiter in der Meisterschaft und der dritte Platz wird noch spannend. Da muss man mal gucken, wie sich das Ergebnis dann auswirkt, ob es irgendwelche Proteste gibt, ob es Strafen geben soll. Wird spannend zu sehen sein, noch im Nachhinein das so ein bisschen zu verfolgen. Ja, da sehen wir alle Reifen am Durchdrehen, machen eine Rauchwolke für uns. Ja, Patrick, wir geben nochmal kurz ab, melden uns gleich dann wieder mit den Jungs zu dem Siegerinterview, lassen das gerade nochmal so ein bisschen sacken, die Saison, und hören uns dann gleich wieder, oder was sagst du?
Ich wäre voll dafür. Bis gleich. Ja, hallo, liebe Motorsportfreunde. Würde auch gerne eine Runde mit auf die Nordseite nehmen. In einen R8 hier mit iRacing. Das ist für mich das Beste, was auf dem Markt ist, innerhalb Sim Racing. Also, lege mal los. Ich gebe mein Bestes, dass ich auf das Fahrzeug bleibe und ihr genießt die Tour. Ja, wie man immer sagt, jetzt kommt der langweilige Teil. Wir bremsen hier den normalen GP-Strecke an. Erste Kurve ist sehr eng. Ist jetzt schon die Kurve. Super. Ja, Mercedes Arena relativ flüssig. Die Autos sind nicht so richtig für diese Streckenabteilung abgestimmt. Deswegen kämpft man immer irgendwie mit Untersteuern oder Übersteuern. Aber ja, das ist wie man als Team und als Fahrer intern nicht einigt wird. Ja, wir fahren hier die WLN-Variante, Kurzanbindung. Dann geht es wieder hier zurück. Zwei schöne Kurven finde ich auch sehr wichtig, die letzte hier, weil es halt lange bergunter geht, Vollgas. Muss vielleicht ein bisschen üben, die Apex zu treffen. Und ja, wieder die schnelle entgekreiste Kanne. Und dann, ja, los geht's. Nordschleife ist für mich sehr interessant, weil es eine Kombination von schnelle und langsame Kurven ist. Hast jetzt sehr schnelle Kurven hier, das ist Mutkurven, dann plötzlich kommt hier sehr langsame Kurven und da musst du dich sehr anstrengend da nicht das Auto zu überfahren und irgendwie Fehler zu machen. Sonst kommen immer so zweite, dritte Gang hier, Geschlängel. Fahren wir jetzt auf eine lange, lange Gerade. Mittlerweile fast als ja eine lange Gerade jetzt mit den neuen GT3 Autos, die mittlerweile so viel Aerodynamik haben. Hier einfach kurz Luft und dann wieder voll drauf. Das ist jetzt hier alles eine lange Gerade, also einfach Vollgas, hoffen, dass du gut mit dem Verkehr triffst, weil die Strecke ist nicht sehr breit. Kommt jetzt hier an, einfach schnell rein, sehr viel Grip hier, schnell Vollgas. Oh, ganz zu weit runter. Wieder langsame Kurve und jetzt wieder schnelle Teil, Fuchshöhe runter, immer sehr beliebt. Das ist ein geraden Weg, um einfach den Strecke am kurzen zu machen. Geile Kompression hier. Bist du sofort irgendwie 10 Meter kleiner. Und dann wieder hier schnelle Teil auf langsame Teil. Immer sehr schwierig, das mental irgendwie in das Kopf reinzukriegen, dass man nicht das Auto überfahren muss und darf. Wieder kleine Gerade. Wieder eine sehr schnelle Mutkurve. Sehr interessant und dann wieder. Ja, da sind wir wieder auf der kurzen Werbeunterbrechung. Haben noch ein, zwei Fahrer finden können für das Interview zum heutigen Rennen. Da fallen wir direkt mal natürlich mit den Gratulationen an Carsten Füllmann. Der hat die Saison dominiert, auch heute wieder 3 Siege in 3 Läufen. Ja, dann sag aber erstmal kurz noch was zu den. Machen wir mal so, dass du noch kurz was zu den 3 Rennen sagst am heutigen Abend. Die ersten beiden Rennen, ja, waren wie immer, würde ich mal behaupten, für dich relativ einfach vorne weg. Aber im dritten Rennen hast du dann doch noch deinen Spaß mit Fabian gehabt. Ja, hallo erstmal. Ja, natürlich schönes Ergebnis. Ich freue mich riesig, dass ich die Meisterschaft gewinnen konnte. Ja, wie du schon sagtest, erste Rennen war natürlich dadurch, dass ich auch von 1 gestartet bin und meine Pace auch echt ganz gut war. Relativ, ja, unspektakulär. Keine Fehler gehabt oder große Fehler zumindest gehabt und konnte dann durchfahren. Und ja, Rennen 2 war dann auch relativ schnell, war ich dann durch den Feld durch.
Ja, und Rennen 3 waren Fabi und ich halt im Teamspeak und dann wir hatten halt so, ich weiß nicht, 10 Sekunden Vorsprung und ich sag so, wollen wir nicht noch ein bisschen betteln und so? Ich meine, jetzt so beide vorwegfahren ist ja auch irgendwie langweilig und dann haben wir gesagt, ja, los, komm, da sind wir noch ein bisschen irgendwie nochmal zurückfallen lassen und dann haben wir noch ein bisschen Zweikampf gehabt. Das war eigentlich auch ganz nett. Ja, das war auf jeden Fall auch schön anzusehen. Ja, die Meisterschaft für dich, du warst ja trotz einiger Läufe, wo du nicht mit teilnehmen konntest, relativ der Dominator, hat es natürlich auch hin und wieder Rennen Pech gehabt, aber im Endeffekt war es doch die Saison so, wie du dir die wahrscheinlich auch ausgerechnet hast, oder? Ja, also das kommt natürlich auch immer darauf an, man weiß ja auch nicht, wer sich noch anmeldet und so. Im Endeffekt bin ich aber schon doch sehr zufrieden eigentlich mit den Ergebnissen auf jeden Fall und auch mit wie die Rennen so verlaufen sind. Dass man mal einen Unfall hier und da hat, das ist halt ganz normal im Rennsport. Und ja, ich bin auf jeden Fall mit dem Verlauf der Serie und auch, dass halt wir im letzten Rennen eigentlich quasi jetzt nicht nur so drei Leute oder sowas hatten, sondern quasi ein relativ konstantes Fahrerfeld hatten, war ich eigentlich sehr zufrieden. Ja, du wolltest natürlich hören, dass es so für dich gelaufen ist. Und sagen nochmal Glückwunsch auch dazu an dich mit deinem, ja, wieder dominierten Wochenende und mit deiner gewonnenen Meisterschaft. Machen wir mal weiter mit Michael Herrmann, der jetzt so, ja, zum Ende den Dreh rausgefunden hat beim Formula Renault, wie er zu fahren ist und hat jetzt auch wieder alle drei Rennen, glaube ich, auf dem Podium beenden können. Ja, genau, ist alle drei Rennen wieder auf dem Podium gelandet, Michael. Das ist doch so eigentlich, wie du dir es gewünscht hattest, denke ich mal. Ja, genau. Klar, wünscht man sich das immer. Ich habe mich ja auch natürlich wieder Carsten zurückfallen lassen, damit ich um den zweiten und dritten Platz kämpfen kann, nicht um den ersten. Ansonsten ist es gut gelaufen, für das ich eigentlich gar nicht starten wollte, weil ich etwas mit der Männergrippe Oh, dann fährst du hier mit. Junge, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht die ganzen Jungs hier anstecken. Genau, aber man hat es probiert, hat funktioniert. Daher mehr als zufrieden mit dem Rennabend. Haben ja alle ein gutes Antivirus-Programm. Der war gut. Der geht an dich. Ja, Michael, dann auch nochmal Glückwunsch an dich. Wird interessant zu sehen sein, wo du rauskommst. Ich glaube, dritter Platz wäre für dich drinne gewesen, ist für dich drinne gewesen heute. Wird dann im Nachhinein noch spannend, ob du den auch wirklich erreicht hast. Glückwunsch auch nochmal an dich. Und dann machen wir auch schon weiter. Mit dem, wen schnappen wir uns ja mal? Mit dem Daniel Frick, den. Ja, Daniel, du hattest ja, wie soll man sagen, durchwachsene Rennen. Du hattest viele Zweikämpfe, viele spannende, konntest dich im dritten Lauf, ne, im zweiten Lauf, Entschuldigung, natürlich, dann dem Hammer-Duell super verteidigen gegenüber Thorsten, hattest dadurch dann noch die Position behalten können. Und dann, ja, wie soll man sagen, Pech im ersten und im dritten Rennen oder. Kannst du das anders beurteilen? Ja, guten Abend erstmal. Erstmal Glückwunsch an Carsten zur Meisterschaft. Beide Rennen waren natürlich überragend. Also es hat richtig Spaß gemacht. Thorsten hat ja diesen Fehler gehabt, dann war ich an ihm vorbei. Der war mir aber hinten dran gehängt. Und ich glaube, mit Philipp Maischein vor uns, da haben wir natürlich rundenlang gekämpft. Alles fair, war super. Und irgendwann bin ich Gott sei Dank vorbeigekommen. Erstes Rennen, ja, hier und da mal einen Ausritt gehabt. Da ist noch nicht so gut gelaufen. Ich habe ja auch keine Pflichtrunden gefahren. Und drittes Rennen, ja, da sind zwei Unfälle passiert. Beim ersten war ich ziemlich überrascht, wie früh der Thorsten gebremst hat. Dann war ich, glaube ich, auf einmal in der Mitte und konnte überhaupt nichts mehr machen. Und beim zweiten Unfall bin ich in der Schikane über den zweiten Curb gefahren und auf einmal sehe ich nur noch im rechten Spiegel ein Auto, will nach links fahren und da war aber links neben mir der Philipp. Deswegen sorry, aber konnte leider nichts mehr machen. Ja, das hat man schon mal, dass man dann schnell die Übersicht verliert, vor allem wenn man dann gerade selber mit sich beschäftigt ist und im Auto. Ich denke, da ist auch irgendwo keine Absicht hinter. Das, Nee. trotzdem nochmal Glückwunsch an dich zu deinem zweiten Platz. Und ich denke, für dich gab es auch nochmal gute, wichtige Meisterschaftspunkte, die dich noch ein paar Positionen nach vorne gespült haben. Da wird nochmal, auch in diesem Fall nochmal interessant zu sehen, wie sich das da insgesamt auch entwickelt. Ja gut, beim nächsten Mann, beim Fabian Jungblut, bei dem war es relativ einfach. Der wird Zweiter, wenn er jedes Rennen ankommt. Das ist passiert.
nicht immer so vielleicht, wie er sich gewünscht hatte. Okay, hier bricht gerade alles zueinander. Und ja, genau, also beim Fabian war der zweite Platz relativ sicher. Allerdings hast du dann ja im ersten Rennen, glaube ich, war das das zweite Rennen, auf jeden Fall irgendwo einen Kontakt gehabt, dadurch das Auto leicht beschädigen. Ja, dann lief es halt nicht mehr für dich richtig. Na, erstmal guten Abend allerseits. Ja, wie in den letzten Rennen auch, hatte ich mal wieder einen Kontakt, der man der Leistung meines Autos schon sehr benachteiligt hat, wie auch im Wooded Lantern, glaube ich, in Owen Park auch. Nichtsdestotrotz durchgefahren, angekommen, gut Punkte gesammelt und dann fürs Nagelsein halt ziemlich weit vorne gestanden. Was die Pace da war, hat vor dem Rennen 3 gezeigt. Ich denke mal, da wäre auch mehr drin gewesen heute, aber für Platz 2 hat es gereist und das war die Hauptsache. Teamwertung auch noch gewonnen für das Team. Ja, alles super. Kann mich nicht beklagen für die Saison. Ich denke auch, dass du da vielleicht ein bisschen mehr besser als die Erwartungen am Ende gelandet bist. Glückwunsch auch mal dich zum zweiten Platz und ja, das, wie gesagt, das wird jetzt in den Verfolgerpositionen spannend zu sehen sein, wie sich da dann die Meisterschaft entwickelt. Und ja, das war es eigentlich auch schon da mit der DSFM, weil die DSFM, kann man jetzt schon so sagen, die wird nächstes Jahr leider nicht mehr existieren. Dafür kommt eine neue, andere Serie. Seid gespannt, was auf euch zukommen wird. Das wird, denke ich, sehr, sehr interessant werden. Da wird es, ja, ein bisschen spoilern tue ich mal, da wird es eine Pro-Wertung geben, eine Amateur-Wertung in diesem Fall. Eine Fahrzeugmarke wird dort vertreten sein und dann auch wieder mit, denke ich, sehr, sehr spannenden Rennen wie in der DSFM, wie wir es in den vergangenen anderthalb Jahren gesehen haben. Kleines weinendes Auge, aber mit einem großen lachenden geht es dann ins neue Jahr, in die neue Serie hinein. Das war es dann auch erstmal von offizieller Seite von SRD. Dann gibt es jetzt ja, wie schon erwähnt, gerade das Event nochmal am Freitag von Race Union, was natürlich von uns mit unterstützt wird, organisatorentechnisch. Und wir freuen uns dann natürlich wieder, wenn wir neue Fahrer begrüßen können 2018, wenn wir alte Gesichter wiedersehen 2018. Wir sind raus hier bei SRD TV. Ich wünsche allen eine gute Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und kommt ja gut durch, eventuell sogar den ein oder anderen Urlaubstag. Ich wünsche euch dann noch eine gute Nacht, eine restliche Woche und wir hören uns auf jeden Fall.